Hallo. Niemand mag Intren. Jeder mag Intren. Alle hassen Intren. Erinnerst du dich mir an vorletzte Woche? Da liebtet ihr Intren. Wir haben uns schön unterhalten, finde ich. Ja. Was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche? Oder vorletzte Woche? Tut mir leid. Na, ziemlich viel, weil es so gut war. Ach so. Was haben wir denn im Intro dann besprochen? Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nur beleidigt und dann habe ich alle 30 Sekunden gesagt, in der letzten Folge, und dann habt ihr mich hier die ganze Zeit zugemüllt und am Ende habt ihr auch noch was gesagt, dann haben wir uns noch ein bisschen mehr beleidigt und das war ganz okay. Ja, wenn man dich beleidigen darf, ist das okay. Wir sind ja witzig. Wir sind schon ziemlich coole Typen. Wir sind schon ziemlich coole Typen auf jeden Fall. Ich hasse dich, du bist scheiße. Ja, siehst du, das wird schon wieder total lame. Ja. Der ist gemein, der will mich die ganze Zeit immer nur vergrauen und ärgern. Dabei habe ich überhaupt gar nichts gemacht. Eben, das ist ja das Problem, du machst ja nichts. Ich hasse dich auch. Ich hasse euch beide. Ihr seid scheiße. Ihr seid dreckige, kleine, verkäste Pimmelköpfe. Okay. So sieht's mal aus. Na dann. Genau. Gut, und was haben wir jetzt vor 2 Wochen gemacht? Ich wollte gerade in der letzten Folge. Aber du kamst mir einfach zuvor. Wir haben uns eine Biodrohne gebaut. Richtig. Wir müssen nur noch eine Dingsbums, ein Steigbügel-Interface einbauen bei dem Typen. Bin mir nicht mal sicher, ob das bei Menschen funktioniert. Das funktioniert jetzt bei denen demnächst. Ach, hast du Kybernetik studiert? Sicher. Hast du wieder heimliche Steigbügel? Wir haben doch hier unseren Impro-Engineering-Typen. Lady dabei. Die improvisiert das einfach mal. Dafür. Ach, die improvisiert das einfach. Dann ist er so schwer kann das, so schwer kann das nicht sein. Dann nehmen wir den nächsten. Memo. So schwer kann das nicht sein. Memo an mich, ich sollte Kybernetik lernen. Nur unter der Voraussetzung, dass du dich dann beschwerst, dass du immer zu wenig Karma hast und überhaupt nichts Sinnvolles steigern kannst und Daily die immer weiter davon zieht mit seinem Charakter, weil der immer sinnvolle Sachen steigert, wie zum Beispiel Freifall. Ja, ich habe Freifall mittlerweile gesteigert. Ich weiß. Freifall darf ich ja nicht steigern. Na, ich bin so. Moment, wieso solltest du das steigern? Er hat dich jedes Mal am Arm. Das ist richtig. Und ich bin immer auf die Fresse geflogen. So, er ist immer so liebevoll. Pigeon Shaman. Übrigens, der die zweite Hälfte vorletzte Woche, um euch das mal in Erinnerung zu rufen, war ja dann eigentlich nur Freya. Stimmt. Oh Gott, ja, ich habe ja jetzt. Schwangerschaft. Ja, genau, Jojo ist schwanger und hat einen Ehemann. Richtig. Wir müssen uns dann noch irgendwie wieder Deli, wir beide müssen uns vor allem mal ein bisschen zusammenreißen. Wir stellen die jetzt immer voll als die blöde Bitchin. Dabei war das gar nicht so meine Intention, aber das, du bietest mir das immer so an und ich kann da nicht noch stehen und überhaupt. Achso, du meinst die böse Bitch Freya oder was? Na. Oha. Oder Jojo? Nee, Freya. Das Ding ist, es kommt dann Freya immer so ist rüber. Freya ist total lieb. Als würdest du erwarten, dass sie als Frau scheißiglich ist, aber dass du das quasi schon erwartest und hinnimmst, weil das ja quasi Voraussetzung ist, um sich eine Frau zu halten, artgerecht. Das ist voll witzig. Also. Du gehst schon davon aus, naja, klar, sie ist ja eine Frau, die ist doch scheiße, Junge, du weißt doch, wie es ist mit den Bitches. Und das stimmt ja. Aber wir müssen uns halt ein bisschen zurückhalten. Wir müssen uns auch an unsere weibliche Fangemeinde wenden und da ein bisschen. Alter, es geht schon wieder los! Alles klar. Hat es ungefähr 5 Minuten hier gedauert und ihr wollt schon wieder Stress mit mir. Jo. In unserem Let's Play. Würde ich so gerne kicken.
die einfach so gerne kicken. Ach, wie gut, dass ich Admin in diesem scheiß DS bin. Ja, aber nicht auf dem Rechner. Ja, aber auf meinem Rechner und das ist DS nicht an. Irrelevant, Karma-Abzug. Ja, oder, neueste Strafe. Du wirst nicht von Riesenadlern gerettet. Was? Ja. Ich nehme den Karma-Abzug. Das dachte ich mir. Ach, Daddy, ich hab's mir nochmal angehört. Ich kann dich leider nicht von einem Loch retten lassen. Warum nicht? Weil das Einzige, was mir einfiele, wäre ein Virus namens Moloch oder so ein dicker, fetter Troll namens Moloch oder so ein dünner Elf namens Moloch, der dich dann rettet. Aber das Erste, was gesagt wurde, nämlich, dass du von Täubchen gerettet wirst, ist natürlich viel einfacher. Weil so ein paar nette Täubchen, du weißt schon wie. Oh ja. Kleine, zarte. Ja, dann kriege ich aber Ärger mit Freya. Ja, die sollte vielleicht auch nicht erfahren, dass du dir mal aus der Archäologie von Sennheiner gerettet werden musstest, weil du 400 Schüsse abbekommen hast. Dann ja, ist das es auch egal, dass du von Däubchen gerettet wirst. Aber ja. Jutti, hat noch jemand was zu vermelden im Intro? Ich traue mich nicht, jetzt noch was zu sagen, damit du auf die Palmen gehst. Ich hätte zwar Lust dazu, aber jetzt traue ich mich nicht mehr. Du bist sowieso schon sauer. Wenn du auch diese bösen zwei Worte in den Mund nimmst. Ja, und mir wird noch mehr einfallen. Oha, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. Noch mehr was für dieses Intro. Wenn euch dieses Intro gefällt, dann gebt uns einen Like und abonniert unseren Channel. Yay. Wupp, wupp. Ich hab jetzt irgendwann, ich hab's vergessen, irgend so ein schreckliches YouTube-Video, wo der Typ meinte, bitte gebt mir ein Like oder aber auch ein Dislike, das ist eigentlich vollkommen egal, weil das ist ja beides gleichwertig und so, ne, und Hauptsache, da ist irgendwas da. Hab ich mir gedacht, das klingt richtig gut. Und wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare. So verzweifelt müsste man mal sein, das wäre gut. So verzweifelt müsste man sein, dass die Kommentare lesen, ne? Naja, wir haben ja so eine ukrainische Nutze, die das für uns macht. Zumindest ist es noch so. Oh, Entschuldigung, das sollten wir aber nicht so laut sagen, glaube ich, oder? Wieso? Hast du was gegen Ukrainer? Nee, nichts Wirksames. Ach so. Doch, Putin. Ja, aber das ist halt, der ist mal so selbstständig, wenn er irgendwelche Sachen überfällt. Ach, kann ich doch nichts für, dass du den nicht im Griff hast. Sag mal, der Putin, ne? Der reitet doch gerne mal auf einem Bär und du bist auch der Bärenbezwinger, dann müsstest du da eigentlich wirklich was machen können. Deswegen habe ich immer gesagt, Haustiere nicht am Tisch füttern. Ja, aber der Putin hat nicht so viel gekriegt von mir. Und der saß immer da mit seinen großen, lieben Augen und hat so geguckt. So ein kleiner Putin, der macht keine Arbeit. Ja, hin und wieder nimmt er mal die Krim. Das war als kleine Belohnung, wenn er doch mal was gut gemacht hat. Kannst du ihm auch was mal so hat eine er kleine... denn gut gemacht? Er hat eine Woche lang die Zeitung reingeholt vielleicht. Da kannst du ihm auch mal so eine kleine Krim geben. Das hat er sich verdient. Na gut. Alles klar. Viel Spaß und bleib geil. Und zur artgerechten Haltung eines kleinen Putins oder anderen Staatsinhabers, wende dich einfach vertrauensvoll an Daddy. So, also. Wo waren wir jetzt eigentlich letztes Mal stehen geblieben? Du wolltest irgendwo hin. Yes, wo denn? Zu der Schwester von dem Dude. Bei der, du weißt schon, hier, Pestizid-Kanal-Mutti. Richtig, weil die ja alles organisiert und ihren Bruder versklavt hat. Hey. Möglicherweise hat sie ihn oft genug überredet, dass er nochmal was Kleines mitnimmt. Ich finde, die hat sich eigentlich einen Orden verdient. Sie hat ihm einen Dingsbumsstecker eingebaut. Vergiss das, Stecker. Ja, siehst du, sie hat die sogar noch geschützt. Okay, kann ja wissen, dass dann so ein durchgeknallter, blutgieriger, durstiger Ork ankommt und den dann einfach verhaut. So ein Wahnsinniger. Keine Ahnung, aber warum macht sowas auch jemand? Na, das musste ja dich fragen. Du bist der blutdürstige Ork. Ach so! Ah, sag das doch. Ja, du hast ihn halb tot geprügelt, hast ihn. Dann wolltest du ihn noch umlegen. Ja, aber das war ja nur zu seinem Besten. Jetzt ist er eine Drohne. Merkst du, was aus ihm geworden ist? Nur zu seinem Besten. Für ihn wäre es wahrscheinlich angenehmer gewesen, hätte ich ihn umgebracht. Ach so. Aber es sind schon ziemlich gute Tendenzen, wenn du entscheidest, wann es für jemanden am besten ist, wenn er stirbt oder nicht. Ich bin der Einzige, der das entscheiden kann. Mhm. Über Leben und Tod kann halt nicht jeder entscheiden.
Nee, das sollte schon jemand mit Verantwortungsbewusstsein und sowas machen und der sich gut zurückhalten kann und alles. Mit dem Überblick. Ja, so ein Jäger aus dem tiefsten Kackdorf Russland, der ein bisschen amok läuft, nur weil seine Familie mal kurz umgekommen ist und Familienväter seinerseits jetzt tötet. Habe ich jemals erwähnt, dass ich Familienväter töte? Explizit. Ich habe mich sorry, nie, egal, ob du's erwähnst, ich habe mich nie gefragt, ob der Kinder hat. Ja, das ist ja richtig, aber ich meine, das ist ja nicht die Frage, ob du es erwähnst, sondern ob du es tust, Schlauberger. Nein, nein, ich... Ich sage doch nur, dass du deine Rache mit etwas rechtfertigst, obwohl du die jetzt komm mir nicht quasi mit Logik. Gleichen Taten und noch schlimmer selbst potenziell verübst. Dieser komm Selbstbetrug, den halte ich einfach nicht mehr aus bei euch. Ihr müsst doch mal ein bisschen mitdenken. Ich denke da vielleicht später irgendwann auch mal dran. Das ist vernünftig. Also gut, was macht er? Ja, wir wollten die aufsuchen, nicht wahr? Das heißt, wir wollen erstmal wissen, wo die wohnt. Weil auf der Arbeit aufsuchen ist scheiße. Ja, vor allem, weil sie jetzt im Krankenhaus ist, das wisst ihr ja durch eure Drohne. Genau. Ja. Wo war denn das Krankenhaus? Ja, ihr habt den noch in irgendeinem Abfuck-Ding vorbeigeschafft. Das heißt, sie ist jetzt bei dem Abfuck-Ding. War das ein Abfuck-Ding? Ich bin, obwohl. Na, es war auf jeden Fall kein gutes. Das war, glaube, so ein, war ein Abfuck-Ding. Na, es war so ein typisches halt, so ein staatliches. Na, es gibt ja noch Unterschiede, aber ja, ist völlig irrelevant. Das heißt, wir könnten quasi das Auto klauen und dann wegfahren, wenn sie da drin sitzt? Prinzipiell ja. Hä, was willst du? Das hat ich meine, Jojo hat jetzt kein Autowerkzeug dabei, ne? Wir klauen einfach ihr das Auto, setzen uns auf die Rückbank und warten, bis sie einsteigt, halten die Pistole an den Kopf und fahren weg. Wie willst du dich denn auf einer Rückbank verstecken? Du versteckst sie auf der Rückbank, das reicht doch. Ja, dann bin ich wieder die angearscht, oder was? Ich bin noch in der Nähe. Dann sind meine Bilder wieder überall, oder was? Take one for the team. Nein, ja, mit einer guten Maske klappt das doch. Und wenn wir vorher die paar Kameras ausschalten in deiner Gegend? Ist ja keine super High-End-Gegend, wenn wir da mal aus Versehen einen Stein gegen die Kamera werfen. Oder halt einfach mal schwarze Fabio die Kamera drüber drücken. Moment, jedes Auto hat doch mittlerweile Innenkameras, oder? Innenkameras ist ein spezielles Upgrade, was man haben muss. B-Leiter? Jedes Auto könnte Innenkameras haben. Aber ich glaube nicht, dass viele das haben wollen. Weil viele Leute im Auto merkwürdige Dinge tun. Sex haben. Ich meine merkwürdige Dinge. So. In der Blümchen Sex haben. Ja, ja. Am Ende mit dem anderen Geschlecht oder so. Ja. Das ist voll weird. Wie kannst du sowas nur sagen, du Monstrum? Das ist vielleicht unterhalten sie sich auch einfach nur. Es ist voll widerlich. Das war das einzig Coole am Cyberpunk, dachte ich immer, kein Blümchensex mehr. Sag mal, weißt du, wie hoch der Anteil an Elfen ist? Ich habe ihn ja bei mir extra schon zurückgeschraubt, aber weißt du, wie viele Elfen es gibt? Zu viele. Na, siehst du. Die Vögeln Bäume. Naja, und ist es Blümchensex? Ja, aber sicherlich. Definitiv. Die haben Holzdilden als Penisse. Ja, das ist ja klar. Splittern die? nee, die sind ja schön abgefeilt und aus einem Stück und so. Wie wär's, wenn die Charaktere sich erstmal wieder treffen? Ihr seid immer noch zusammen. Achso, wir sind immer noch wir zusammen. Wir reden hier gerade intern. Achso, okay, das habe ich irgendwie bisher verdingst. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Da vorne. Und dann sind wir halt 2 Meter hingelaufen. Achso, warum auch mal? Ich glaube, weil ich einen Kaffee wollte. Richtig. Willst du auch einen Kaffee? Ja, wie ich sie dir gerade eben schon sagte, ja, gerne. Alles klar. Jojo besorgt 2 Kaffee. Du bist ein bisschen durch die Schuhe, hä? Bisschen. Was ist los? Nix. Alles chaotisch? Wie üblich. Siehst du? Was machen die Kleinen? Denen geht's gut. Übrigens, du siehst sie seit Beginn des Tages circa. Und sie hatte das Gespräch über die Kleinen schon. Das ist egal. Ich frag nur. Also ich sag sie, ist verwirrt.
Ach so, okay, du versuchst jetzt dasselbe Gespräch nochmal führen zu können, weil sie ja ein bisschen durch ist. Das gefällt mir. Genau. Das habe ich mit meiner Oma auch immer gemacht. Ich mag meine Oma schön, schön, schön. Die war immer total glücklich, wenn man dann mit auf ihre Fragen total gut eingehen konnte. Ich finde das auch okay, wenn alte Leute verarscht. Das kannst du ruhig machen. Ja, sie hat sich daran sowieso nicht mehr erinnert. Nee, später. Ist okay. Ist nicht menschenverachtend. Sie hat sich immer nur gefreut, dass ich da war. Easy. So, hier. Danke schön. Du hast den Zucker vergessen. Also geht er selbst welchen holen. Ich gehe rüber und hol mir Zucker. Süßstoff. Ja, Süßstoff. So. Aber wir wollten jetzt mit dir reden. Ich denke. Wir brauchen auf jeden Fall eine vernünftige Situation, wo wir mit dir reden können. Weil anscheinend hat die ja alles eingefädelt. Ja. Wir fangen sie gleich zur Not einfach am Ausgang ab. Ja, aber hier sind noch überall Kameras, oder? Wenn wir die einfach abfangen, das ist halt so das Problem. Dann kriegen wir die nicht, dann können die einfach weggehen. Oder um Hilfe rufen. Wir können doch zu dir nach Hause gehen. Ich guck mal auf ihre Facebook-Seite, weiß ich, wo sie wohnt. Nope. Packen wir halt einen Sender ans Auto. Das ist ein guter Plan. Was habt ihr für einen Sender dabei? Karin, hast du einen Wegwerfkommling mit? Ich durchsuche meine Taschen. Habe ich eins dabei? Zur Not, da vorne ist ein... Es gibt hier bestimmt irgendwo einen Wegwerfkommling-Automaten oder irgendwie sowas, wo man sowas kriegt. Ja, gibt's ja. Bestimmt. Gut. Ich kaufe mir einen Wegwerfkommling. Kostet 100 Nuyen. Jeder von uns... Quatsch, 10. Und Panzertape haben wir auch. Ja. Gut. Das bedeutet, wir können das scheiß Wegwerfkommling anmachen und mit Panzertape und das Auto kleben. Oder ja. Ans Auto kleben. Gut. Ach so, ihr wisst halt nicht, welches ihr Auto ist. Ich dachte, wir wissen, welches ihr Auto ist. Woher denn? Fuck it. Weil Kaman das gerade sagte. Weil Kaban das sagt, ist das ja durchaus sehr schön, aber... Na, dann müssen wir warten, bis sie rauskommt und dann sehen wir jetzt, zu welchem Auto sie geht und wir gehen dann irgendwie, sind da dann in der Nähe bei den ganzen Autos und zur Not fällt einem irgendwas runter, papp und dran und ab dafür. Genau, du gehst läufst halt hinter ihr her quasi, vom Eingang her, sprichst sie dann an, damit sie halt kurz in deine Richtung guckt. Du kannst ja nach dem Wachturm oder so fragen, ich habe keine Ahnung. Und dann packe ich halt an das Auto. Ah, irgendwie sowas. Kriegen wir hin. Oder andersrum, ich lenke sie ab und du machst das. Mir ist es egal. Ja, vielleicht besser so rum. Juti. Was für Klamotten habe ich gerade an? Na, du warst bei Sashi Spatz, du warst normaler. Also keine Verranzen oder sowas, schade. Sonst hätte ich mich direkt hier sollen. Hast du mal einen Mark? Alter. Sag doch einfach, je nachdem, ob sie einen Pan offen hat, entweder, hey Saskia, wie geht's dir? Oder wenn sie keinen Pan offen hat, dann sagst du, beziehungsweise wenn sie einen Pan offen hat, dann siehst du ja, welchen Namen sie hat. Dann kannst du, hey, na? Ihr wisst, dass sie Aya heißt. Wie? Aya Dwerkov. Aya, okay. Dann, hey Aya, hey, wie geht's dir denn? Bla 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 bla. Aber kennen wir uns denn? Na, wir haben uns doch letztens hier bei da gesehen. Haben wir nicht... Da sprichst sie einfach mit falschen Namen an. Du musst sie nur mit Aya ansprechen, wenn sie einen Pan offen hat. Und dann kannst du immer noch sagen, du hast sie da und da und da getroffen. Und dann, du wusstest nur ihren Namen nicht mehr an. Jetzt hast du sie wieder gesehen. Und oh Gott, weißt du, Disse und so. Sie kann ja eine falsche sein. Du wusstest nur ihren Namen nicht mehr. Sie hat vergessen, ihren Namen aufzuschreiben. Geht nicht mehr. Verdammt. Pan. Richtig, egal. Ich wollte auch gerade sagen, so. Du hast ihren Namen vergessen. Das, ja, kann man machen. Du bist doch ein schneidiger Ork. Ich. Ja, kriegen wir ihn. Sehr schön. Na dann. Wir warten in der Cafeteria. Na Moment, da wo man sieht, wo sie rauskommt. Also, ne? Genau, also. Da wo die ganzen ist, Autos und Parkplätze sind quasi. Das Schöne ist, durch unsere Drohne wissen wir ja, wann sie sich verabscheut.
Stimmt. Na, du willst sie ja nicht die ganze Zeit laufen lassen. Das ist richtig, das wäre dumm, dann merkt man das sofort. Stimmt. Na, wir können ja auch warten, wir wissen nicht, wie sie aussieht, aber wobei sie wird ihr Pan wahrscheinlich offen haben. Vermutlich. Und dann können wir auch einfach hinterherfahren. Und dann kriegst du es nicht mal mit. Also, machen wir es so. Wir beschatten sie einfach. Ja. Juti, ihr wartet. Ja, wir warten. Wupp, wupp. Sie geht auf den Ausgang zu. Ich markiere. Du markierst. Pisst du sie an, ja? Nein, ich markiere mir quasi ihr Pan, sodass sie das Pan verfolgen könnte in meiner AR. Mhm. Ihr wisst aber schon, dass es so nicht funktioniert und sie hat ihr schon lange tot. Du kannst ihr Pan auf jeden Fall gern markieren und wenn sie preisgibt, wo sie sich befindet für ihre Freunde, dann würdest du das auch sehen. Aber wenn man euch im Pan markieren könnte und dann damit verfolgen könnte, wäre das Geschäft des Shadowruns irgendwie ganz schön scheiße. Was euch fehlt, ist ein Hacker. Aber gut. Ja, liebe weißt Community, du? Wir brauchen einen Hacker. Meldet sich wer, bitte. Ja. Hilfe! Also ich meine, aber ihr versteht das Prinzip, ne? Wäre ja sonst ja, echt rechtlich doof. Es war ein Versuch, okay? Es war ein schöner Versuch. Zu eurem Glück wird sie euch nicht mit dem Auto im lichten Verkehr entkommen können, weil sie auf die U-Bahn-Haltestelle zugeht. Und da runter geht, ne? Dann steigen wir doch in den Zug, würde ich sagen. Dann mach doch mal Intuition und Sneaking. Kaman, du steigst in den Zug. Sag mir, welcher das ist. Ich steig irgendwann in einer späteren Haltestelle zu. Ich guck, dass ich jetzt mit dem Motorrad durchkomme. Du bist niemals schneller als die U-Bahn. Mit dem Motorrad? Niemals. Vielleicht müssen wir aber auch auf die U-Bahn warten. Das, die fahren ja das mag ja sein, aber selbst wenn die alle 7 Minuten fährt, ist sie doch niemals schneller mit dem Motorrad als mit der U-Bahn. Stimmt, je nachdem, wo sie hinfährt. Pass auf, dann gehen wir zusammen was? Runter. Ich gehe in den Nachbarwaggon dann. Sie. Wir trennen uns ab hier. Ja. Bleiben dingsig. Okay. Intuition und was? Schleichen! Kaman, 7 Würfel für mich. Ja, für mich auch. Sehr gut. Der erste ist für dich, der zweite für mich? Ja, warte. Jo! Yay, ich bin so gut. Erste war für dich und der zweite war für mich. Ich bin ein bisschen besser als du. Ah, ich hab's aber gerade genau andersrum gesagt, mein Freund. Tut mir leid, aber ich nehme es so rum, wie Flumis gesagt hat, weil sie die erste war, die überhaupt was gesagt hat. Und ich nehme natürlich nur Ansagen, die vor dem Wurf getroffen wurden. Hat sie nicht gesagt, das erste ist für Nein. sie? Nein. Okay. Sie war nett und hat dir den Vortritt gelassen, weil man sich nicht so, ne? Ich finde übrigens, Flumi sollte für euch beide würfeln und nicht du für euch beide. Ich finde das so viel besser. Ja. Lieber Zuhörer, ich habe 3, 5 gewürfelt. Ich finde es schön, dass du nie mit diesen Leuten kommunizierst, außer wenn du hervorheben musst, was du für ein geiler Scheißwürfelfreak bist, du dreckiger kleiner Wichser. Also. Ich bin halt einfach. Ich hab dich lieb. Ja, danke. Ich dich auch. Ja. Yay. Auch wenn du nicht würfeln kannst. Na, du musst ja in irgendwas besser sein als ich. Oh, snap! Und im Würfel auch noch? Das ist aber schon unfair. So. Ihr verfolgt sie. Sie geht zur U-Bahn. Dann steigt sie ein. Und dann fährt sie ein Stück. Ja, ich steige in dasselbe Waggon wie sie und Jojo in das andere. Bei der nächsten Haltestelle, oder bei übernächsten Haltestelle quasi, tauschen wir die Position. Okay. Weil wegen voll sneaky. Wenn wir halt. Ja, vielleicht ne? einfach 2, 3 Haltestellen, je nachdem, wenn sie ausstellen. Ja, ja. Ja, okay. Da wir nicht wissen, wann sie aussteckt, müssen wir das halt so alle. Ja, ja. Ihr könnt das nur einmal machen, ansonsten ist es ziemlich dämlich. Ja, ja, das ist klar. Das wissen wir auch. Aber wir wollten halt so ein paar Haltestellen. Wir wissen ja nicht, wie weit die Haltestellen. Es sind genug Leute drin, dass du auch nicht auffällst, wenn du da ein bisschen länger mit dem Ding fährst. Das fährt ja auch eine ziemlich lange Linie, von daher passt das schon mal an. Ja, das war so die Frage. Wie lang ist denn die Linie und wann fällt das? Würde es super lang. Super lang und weißt du, die kleinen randalierenden Kiddies und der besoffene Typ, der erstmal vor die Füße kotzt und der andere
die Typin, die gerade irgendwie schon nur noch mit vier Zähnen versucht, gewisses Krankenhausutensil zu verschachern, dass sie gerade dort oben rausgeklaut hat, die binden mehr Aufmerksamkeit als ihr. Das ist schon okay. Ist okay. Ich hole mir ganz fix Süßigkeiten. Ich komme sofort wieder. Prima, erst mit. Ich habe das extra für jetzt gekauft und dann habe ich das in der Küche liegen lassen. So ein Scheiß. Menschenskinder. Warum machst du denn auch sowas? Weil ich quasi dumm bin. Manchmal. Sorry. Contra. Tantra? Contra. Ri und Contra. Skatspielen. Oder naja, Doppelkopf. Das ergab mehr Sinn. Tantra wusste ich jetzt nicht genau, was du meinst. Ja. Pass auf. Sie fährt dann weich mit. Dann mache ich mal die Karte auf. Ich mache die Karte jetzt mal nicht auf. Er hat sich auch noch nicht auf. Ja, nicht für euch. Ich muss ja nur selber wissen, wo die hinfährt. Ich habe da keine Ahnung, wo die wohnt, man. Sonst keine Schneue. Also, sie steigt aus in Prativo. Und zwar im guten alten Nazi-Beat. Nee. Yay. Nee. Doch, doch. Nee. Doch. Endlich wieder Nazi zusammenprügeln, saugut. Nee, das sollten wir vielleicht dieses Mal nicht machen. Kommt drauf an, ob ihr am Ende noch braucht. Kabern brauchst du nicht, du vielleicht schon. Das hat letztes Mal schon so gut geklappt. Außerdem will der nur von Täubchen gerettet werden, der Kleine. Ja, okay, dann lass ich ihn halt sterben. Das klingt vernünftig. Nee, ich meine, das hat sich letztes Mal wirklich gelohnt. Wir haben echt unwahrscheinlich coole Waffen gekriegt und so. Ja, aber nicht, weil ihr die Nazis angegriffen habt. Da habt ihr genau nichts bekommen. Na, das war ja die Wiedergutmachung von... Wir haben das wieder gekriegt, weil... Was war das? Ja, das war bestimmt eine Wiedergutmachung. Ich belohne euch doch nicht für so einen Scheiß. Na ja, so indirekt, weil du Mitleid mit uns hattest. Zeige ich nämlich eher nicht durch mein Mitleid aus. Das ist leider wahr. Ja, aber... Du hast leicht reden, Deli, du hast leicht reden. Du hast ja noch all deine Milzen. Ja, wir müssen ja zwangsläufig irgendwie... ja. Ich wollte mich und euch und so nur aus diesen Gedanken rausreißen. Hat man gemerkt. Nee, ja. Ist okay, ich war nur ganz kurz zum Abspritzen, aber ist schon nett von dir, danke. Ich habe ihn auch wieder eingepackt jetzt. Den Rest regeln wir dann nach dem Spielabend. Oh, sehr schön. Sehr geil. Ach ja, Nazi-Gebiet. Ah, Kaman, hey. Ah ja, übrigens, Kaman ist ein Ork. Soll ich erstmal alleine gehen? Naja, ich würde hier, glaube ich, wahrscheinlich auffallen wie ein buntes Hund. Wie ein bunter Hund. Danke. Du folgst dir also? Ja. Ich schick meine Drohne mit. Ich fick meine Drohne mit. Ich schick. Ich habe eine Süßigkeit im Mund. Sag mal, du schickst deine Drohne mit. Welche? Die Fliegedrohne. Da muss ich doch mal jetzt kurz gucken. Wie unwahrscheinlich cool die ist? Die ist gar nicht so cool. Oha. Vielleicht klar, du schickst deine Drohne mit. Die fliegt aber nicht direkt neben Jojos Kopf hin und her, oder? Exakt neben Jojos Kopf. Ja, zwei Erfolge, also die fliegt ziemlich klug, sag ich mal. Cool. Außerdem ist es ja eine Horizon-Drohne, was den Vorteil birgt, dass es davon ziemlich viele gibt als Spielzeug oder als Werbedings oder sonst irgendwas. Ne? Er hat halt die richtige Marke genommen. Und Link ist übrigens in der Videobeschreibung. Und genau, und du folgst ihr ein bisschen, wie sie euch sagen, damit die Link da haben, dann geht sie mal kurz einkaufen. Da kannst du ja in der Zeit woanders hingehen. Ja, und dann kommt sie da raus, da hat sie eingekauft, dann geht sie weiter, dann geht sie geradeaus und über die Brücke und unter das Tor und dann kommt so ein Typ auf der Seite auf sich zu, der hat auch keine Haare und
Der hat auch Kluften an und also sowas wie 2080er Thor Steiner. Der kommt auf mich zu. Ja. Aber warum also, denn? Ich bin noch Mensch. Weil ich das sage. Ich hasse dich. Hey, Puppe. Hey, komm mal ran. Sie dreht nun den Kopf. Hey, komm mal ran jetzt hier. Was willst du? Wir bräuchten mal eine Spende für das nächste humanes Treffen. Sie geht weiter. Hast du mich gerade verstanden? Ich hab gesagt, wir brauchen mal eine Spende fürs nächste Humanes-Treffen, du Fotze. Du hörst es klicken, wie von einem Messer. Wie weit drin bin ich im Nazi-Gebiet? Weit genug. Also normale Menschen hätten dem einfach Monetos gegeben, weil... Mhm. Du bist ja ein Mensch, das heißt, du wirst die Sache ja unterstützen. Mhm. Sag ihm einfach, du hast ihn falsch verstanden. Daran muss Jojo sich auch gerade kurzzeitig erinnern. Dann du schmeißt bist ja nicht in deinem Turf. Dann schmeißt sie ihm Cradstick hin. Wie viel sind da so drauf? Ein Huni. Guck das an. Na siehste, für die Sache. Toten Ochs! Dann geht er weg. Hm. Du folgst hier weiter. Sie musste sich ein bisschen zusammenreißen. Du hast das Gefühl, heute etwas Gutes getan zu haben. Manchmal im Leben gilt es, auch die kleinen Sachen zu unterstützen, die doch große Wellen schlagen. Ja. Sie war Kaban war eigentlich immer nur ein Arsch. Das ist richtig. So. Ich war kurz davor zu antworten, er hört es klicken, wie von einer Knarre. Aber dann dachte ich mir, ich bin zu weit im Turf drin, das geht wahrscheinlich nicht. Ansonsten kommen die Riesenadler. Ich dachte auch vielleicht einfach, dass du schlechte Erfahrungen hast, wenn Leute mit Messern in unmittelbarer, ich schließ dich, Reichweite sind, aber okay. Deswegen hat sie ja auch... Angst vor Messern. Deswegen hat sie mir auch gerade den Cradstick hingeschmissen. Was für ein braves Mädchen. Nicht wahr? Kaban, du hast das Gefühl, dass... Jojo eigentlich eine dreckige Humanes-Schlampe ist, die dich hinter deinem Rücken irgendwann verkauft wird. Nein, also. Doch, habe ich, aber das, Ja. Ich jagte gleich eine Kugel in den Kopf, du Wichser. Siehst du, wie die zu mir ist, nur weil ich ein Ork bin? Nee, das ist, weil du hässlich bist und keine Haare hast. Die hasst Glatzköpfige. Ach so. Ja, ja. Was denkst du, warum sie dir diese Haare andrehen wollte, dieses Implantat? Hm. Stimmt. Du folgst ihr zu einem Haus, das in einem gut abgeranzten, aber noch passablen Zustand ist. Immer noch ein humanes Gebiet, also ein Nazi-Gebiet? Natürlich. Das ist gar nicht so klein, das Dorf dort. Die da stehen davor. Mathheads. Die sind jetzt nicht irgendwie auf Stress aus oder so, sondern die müssen ja irgendwo auch stehen und verticken. Bitte die Tür aufschließen. Wenn wir uns hier nach oben gehen. Das ist immer schlecht, wenn da Leute vorstehen, an die sie möglicherweise auch noch Schutzgeld bezahlt und die mich jetzt hier rumrennen sehen. Das ist gar nicht so geil. Besonders, wenn ich jetzt mit ihr rede und die Gelegenheit nutze. Kauf dir ein bisschen Meth, geh weiter. Die sieht leider überhaupt nicht aus wie der typische... Oh doch, stimmt. Mhm. Ich erinnere mich, das ist ja Jojo. Richtig. Kauf dir ein bisschen Meth, guck auf die Klingel, wie das... was für Namen da draufstehen? Ich wage zu bezweifeln, dass da der richtige Name draufsteht. Außerdem kennen wir doch ihren Namen. Ja. Ach, du hast recht, Herr. Wenn da nämlich nicht ihr Name draufsteht, ist es, wohnt sie ja vielleicht gar nicht, sondern holt einen Moment, weißt du, was das Problem ist? Hm? An meiner Klingel stand auch nie mein richtiger Name. Sie ist doch ein neugieriger Bürger. Ja. Jedenfalls offiziell. Jojo kauft sich eine Portion Dingsbums. Du gehst also auf den Typen zu Beginn, du kannst die Schilder auch aus etwas weiterer Entfernung über IR lesen, ne? So ah, 10 gut, Meter. Dann muss ich gar nicht daran, okay. Ja, ja. Dann liest ihr die Schilder so. Neunter Stock, ja, ja. Achso, da wohnt sie, okay. Die wohnt hier. Top, welcher Stock? Neunter. Meine Drohne fliegt ein bisschen höher, in den neunten Stock. Die Fenster sind verspiegelt. Niemand mag dich, Spielleiter. Jeder liebt mich. Warum können die sich sowas hier leisten, wie verspiegelte Fenster und so?
Das kann ich dir sagen. Es ist gar nicht so, dass es der Schutz gegen die Magier ist hauptsächlich, sondern das ist die AR-Folie, die angebracht wurde aus zweierlei Gründen. A, Lohnsklaven haben zum Teil einen dummen Schlafrhythmus, weil du die als Nachtschichtdrohne brauchst. Das heißt, da sollte kein Lichteinfall sein. Und B, die haben eine ziemlich bekackte Aussicht, wenn die aus dem Fenster gucken. Das heißt, du willst diese schöne AR-Folie haben, sodass sie sich den Strand von Malle geben können oder sowas. Oder gerne auch das Winterwunderland mit Väterchen Frost. Was du halt quasi im Abo gibt und alle 3 Monate wechselt, ja. Naja, oder was du dir dann selbst einmal für immer kaufst, was du halt so, ne? Brauchst du noch irgendwas? Nö, aber wir können da oben ja einmarschieren, das ist ja okay. Was können wir? Da oben einmarschieren irgendwann. Ja, wir können besuchen. Auch einfach warten, bis sie irgendwo hingeht. Und sie irgendwo anders abfangen. Das ist vielleicht klüger, als mit dir ins Nazi-Gebiet reinzurennen. Schon wieder. Hat doch mal letztes Mal super geklappt. Ich habe nur 2 Wochen irgendwo im Bett gelegen und war zu nichts mehr in der Lage. Eine einsame Taube hüpft über den Vorplatz und pickt in der Kotze eines vermutlich gerade eben verstorbenen Mephets. Ein ästhetisches Tier. Nice. Wenn jetzt irgendwo sein Schamane wäre, wäre das super. Der Pitchen Schämen. Jojo macht sich auf den Rückweg. Jutti. Du bist zurück. So, wir wissen jetzt, wo sie wohnt. Wir können einfach warten, bis sie irgendwo hingeht und dann ist gut. Vielleicht geht's ja nochmal ihren Bruder besuchen. Wie kriegen wir das denn mit, wenn die irgendwo hingeht? Hast du nicht deine Drohne? Wir müssen halt warten. Die wird ja jetzt nicht 24/7 in ihrem Haus sitzen. Die Drohne hat nicht ewig Strom. Und leider noch keine Geckofüße. Das ist die Sache, die ich mal von dir haben brauche. Geckofüße für meine Drohne. Ich habe zur Not noch eine Minikamera. Die kann ich irgendwo gegenüber anbringen und dann sehen wir das, wenn sie abhaut. Jetzt, wo du schon zurück bist. Nee, hat sie eh nicht jetzt mit. Die müsste sie holen. Und so lange wird deine Drohne ja wohl Strom haben, oder? Ich check mal kurz das Akku. Deine Drohne hat... Naja. 6 Stunden mit Fliegen... Normalerweise haben die 6 12 Stunden auf jeden Fall. Ich weiß, dass es diese 6 Stunden Tankregel gibt, aber die ist vollkommen bescheuert. Wenn du das sagst. Ich finde sie sehr dumm. machen wir diese... diese Diskussion hätten wir eigentlich ausreden können. Das können wir tatsächlich machen. Okay, warte, dann werden wir genau das jetzt tun. Magier müsste man haben. Ja. Und was soll sie dann machen? Watcher oder so. Oder Hellsicht. Häkchen, Häkchen. Na gut, Hellsicht, das ist doch anstrengend. Ja, okay, ich sehe ein, dass du keine Watcher beschwören kannst, weil du dazu ein Ritual brauchst, aber keine Ritualmagie übrigens. Kannst du Geister beschwören? Ja, ich habe Geister beschwören auf 1 und könnte das jetzt mit meiner glorreichen Magie von 2... natürlich gerne ausprobieren. Das wird hervorragend funktionieren. Also letztes Mal hat das ziemlich gut funktioniert, als du irgendwas mit Magie machen wolltest, aber bloß irgend so ein Vieh. Ich kann mich gut daran erinnern, und wie hervorragend was das funktioniert hat. Morschen. Das hat hervorragend ich funktioniert. Ich fand das super, wie du das nachher umgebracht hast, das Vieh. Ja. Einfach ein Spieler outsmarten. Ich finde das nicht okay. Das ist der Job des Spielers. Na Juti, okay, Magie ist scheiße. Sehe ich ein. Aber physische Maske ist gar nicht so schlecht, weil die kann man nämlich benutzen, um da wieder reinzugehen. Zum Beispiel. Als Mensch. Du könntest auch auf mich zaubern, damit ich aussehe wie ein Mensch. Stimmt. So witzig. So klug müsste man mal sein. Da muss er sich nur sicher sein, dass die den Zauber nicht durchschauen. Ich guck mal vorsichtshalber nach, wie man das so macht. Also ich meine nur, das wäre halt echt wichtig, ne? Das sind dumme, hässliche Skinheads. Die durchschauen jetzt aber nicht. Wie du über eine Menschengruppe redest, muss ich sagen. Ich finde das völlig in Ordnung. Es tut mir leid, ich habe natürlich nichts gegen Skinheads. Jedenfalls nichts, was wirkt. Zumindest gegen Nazi-Skinheads. Richtig, niemand kann gegen was für seinen Haarausfall.
Es sei denn, eher so dummheitsbedingt. Was ist denn dummheitsbedingter Haarausfall? Neonazis. Neonazi-Haarausfall. Ah, ja. Sogar ihre eigenen Haare können sie nicht mehr ausstehen. Und machen sich davon. Genau. Achso, die können also mit Intuition und Logik dagegen würfeln. Hm. Na, dann wird das hervorragend viel bringen. Ja, eben. Logik haben Nazis für gewöhnlich nicht. Und Intuition, naja, 3 oder so. Ich hätte es eher andersrum gesagt. Wie? Intuition ja, dass, haben dass sie nicht? Dass sie ein bisschen weniger Intuition sind, weil eher Intuition durch Drogen kaputt gemacht wird als Logik. Dann haben wir jetzt ein Problem. Hast du schon mal versucht, mit einem Nazi zu argumentieren? Die haben keine Logik. Doch, das aber ist, so hat leider, das hat leider mit den Spielwerten nichts zu tun. Außerdem gibt es dort genug Menschen, die dich auf jeden Fall verraten würden, die keine Nazis sind und nicht völlig bescheuert, weil sie Angst haben, dass die Nazis vorbeikommen und die kaputt machen. Und da kannst du noch so logisch denken, wie du willst. Wenn die vorbeikommen und dich kaputt machen, dann verrätst du dir aber den Scheißwork. Dann hat sich das Thema für jetzt erledigt, weil, oder zumindest bei dir auf jeden Fall erledigt, weil das nicht geht. Gerade. Ist okay. Denn so pralle funktioniert das gerade alles nicht. Naja, dann muss ich halt nochmal mit physischer Maske rein, bei mir ist es egal. Also. Ist es Game nicht, Terms. Abbruch ist es nicht. Wieso? Naja, wenn die das bei dir durchschauen, sehen sie erst die Maske und dann durch die Maske durch. Oh. Das heißt, sie könnten ahnen, dass du Magier bist und die mögen auch keine Magier. Ja, stimmt, da war was. Na, ich dachte, sie würden es dann direkt raffen. Nee. Schade. Na gut, dann hat sich das auch erledigt. Wir könnten uns einfach schminken. Ich könnte mich in ein Tier... verwandelt dich in eine Taube. Kommt der Gorilla zum Einsatz? Ein Gorilla würde wahrscheinlich auffallen in Moskau. Ein großer, böser, haariger Hund. Eine Ratte nicht. Aber so große Ratten? Doch, klar. Ja, dich kann ich nicht mehr in eine Ratte verwandeln, aber mich? Da habe ich nämlich wenigstens noch Pfoten, mit der ich so eine scheiß Kamera handeln kann. Du könntest dich zum Waschbär machen, die haben total geschickte Hände. Das ist richtig. Gott, ich wäre der geilste Waschbär ever. Die erwachten Banditen, also diese erwachten Waschbären, die Banditen, die sind unwahrscheinlich witzig. Ja, ich habe so einen zu Hause. Du erinnerst dich. Richtig, ja. Alles klar? Das könnte funktionieren. Dann dürfen sie nur keinen Magier da haben, aber ich glaube nicht, dass sie das haben. Da sie Magier haben. Zumindest. Ja, eben. Deswegen ist es unwahrscheinlich und ja, dann muss ich halt hoffen. Waschbär ist gut. Etwas aufwendiger. Hast du dich eigentlich schon mal mit deinem Waschbärenfreund unterhalten als Waschbär? Nein, ich kann ja nicht mit ihm reden. Aber du könntest dich zum Waschbären machen und dann mit ihm irgendwie versuchen zu interagieren. So, ich wollte das nicht in der Paarungszeit tun. Oh Gott, ja, bitte mach das nicht in der Paarungszeit. Ja, siehste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf eine Art und Weise sehr verstörend, auf der anderen Seite gut, dass du daran denkst und warum. Also, ich meine, what? Wie kommst du auf diese Gedanken? Ich hätte gar nicht drüber nachgedacht. Naja, weil ich weiß, wie der in der Paarungszeit drauf ist. Geil? Na, meistens ist er dann weg, ziemlich oft. Aber das ist, aber ich glaube, wir machen das anders. Ich brauche erstmal die Scheißkamera. Gut, wir holen die Kamera. Hast du nicht vorhin den Wegwerfkomnik gekauft? Stimmt, das werden wir auch nehmen. Und das ist nicht MacGyver. Ja, du hast recht. Dann machen wir einen MacGyver-Wurf. Wir können es auch das Wegwerfcoming da lassen und dann haben wir gleich einen. Ja, aber das würde irgendwer mitnehmen. Wir sitzen da einfach einen Timer drauf, das sitzt wie bei unserem anderen, wie bei unserer Drohne. Würfelst du mal bitte 9 Würfel für mich? Hey, hast du so wenig in Hardware? Ich hab Hardware 4. Alter, du kannst ja auch nicht. Hä, bist du blöd? Ich wusste es nicht, wie viele Würfel du hast. So, du hast eine Kamera ausgebaut und die so ihr fertig, dass du die als welches Tier transportieren könntest? Na, irgendwie, was fliegt denn da für rum? Eine Krähe und Tauben. Majestätische, dicke, fette Tauben.
Nehmen wir die Krähe. Dachte ich mir. Na, und dann kannst du da ja sogar Sprühkleber unten dran mit so einer Folie, die du dann versuchst, das Dings nicht hinkriegen. Aber du kannst einfach ein Kaugummi unten dran packen und dann kannst du das nämlich auch aufs Dach irgendwie packen. Die Kamera. Zum Beispiel. Ne? Ja. Ark, ark. Flummi, das Rabenvieh. Jojo, das Rabenvieh. Flummi ist ihr ein Rattenvieh. Richtig. Ach ja, stimmt ja. So, ich habe jetzt das Magie-Ding nicht offen. Willst du den Entzug wissen, oder was? Ich möchte wissen, was Deli würfeln muss und es war wahrscheinlich... Achso, Manipulation. Okay, dann darf Deli mal 5 Würfel für mich würfeln? Force. Na, was brauche ich denn für eine? Force 2 reicht doch, oder? Das reicht doch Force 1. Ja, Force 2. Wie viel für den Zug? 8. Force 2 und also ist egal, aber 5 Würfel und danach 8 Würfel. 1 und 2 Erfolge. Na, was hast du jetzt für eine Force 2? Genau, ja. Oder was? Ja, hast du ein G. Ah, nee, hast du nicht, scheiße. Doch, hast du, okay. Ja. Ein G. Wo gehst du eigentlich hin, um dich erst zu entkleiden? Und dann. Ach ja, ich muss mich ja entkleiden, stimmt das ja, musst aber du was. Tun, ja. Es kann sein, dass du sonst bei Verwandlung irgendwie ziemlich blöd mit dem Gefieder in irgendeinem Pulli verhackst oder das Ding einfach zu schwer ist und auf dich drauf klatscht oder so. Gibt es da irgendwie so eine, keine Ahnung, Fotokabine oder irgendwie so ein Scheiß? Es gibt eine mobile Selbstmordzelle. Da sitzt ein Troll drauf, der dich dann erschießt. Das schießt so viel, das ist so viel kostet das, Junge, der sticht dich einfach ab. Nein. Was gibt's denn da? Es gibt so Kabinen, wo man sich Simpornos reinzerren kann und dann da drinnen onanieren kann. Auf der Straße? Na, die sind quasi direkt mit der Tür, die gleitet dann zur Straße auf und das sind quasi einzelne Kabinen. Na klar, warum denn nicht? Alter. Von mir aus. Geht da schön zu zweit rein. Bezahlt die 5 Yen. Entscheidet euch für ein schönes Filmstück. Long Dong Silver. Nee, im Angebot ist diesmal vor allen Dingen natürlich er und sein Speerabenteurer im Führerbunker. Stimmt, da war was. Natürlich, wir haben das nicht umsonst gemacht. Das ist richtig. So. Er und sein Speer? Ja, Abenteuer er und sein Führerbunker. Geil. So hat er uns also zugehört, alles klar. Er weiß das nicht mal mehr, die Porno-Challenge. IoT. Was? Porno-Challenge, ja. War ich betrunken? Weiß ich nicht, da warst du noch nicht bei. Da. Das war vor deiner Zeit? Das war noch mit Mann. Ah. Ja, doch, ich erinnere mich. Das war einer der Titel. So. Habt ihr eine komplette. Ja, stimmt, ihr habt eine komplette Liste davon gemacht, ne? Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die noch hab. Sehr schön. Ich habe nur die eine Hälfte. Und während also er und sein Speer sich leidenschaftlich küssen und der Herr Speer natürlich zwischendurch sagt, und dein Bart biegst zur Adi, dann kleidet sich Flummi, also Jojo. Und na dann verwandelt sie sich einfach in einen scheiß Vogel, Junge. Das sieht übrigens... Voll der Abtörner. Das... Ja, die einen sagen so. Es sieht übrigens, ich glaube, das sieht echt ziemlich widerlich aus, wenn sich so ein Gesicht erst zusammendrückt und dann aber in die Länge zieht und ja, Flummi, es tut natürlich auch ein bisschen weh. Aber dann ist da ein wunderschönes, gefiedertes Viech. Okay. Kra. Das ist total wired. Kra. Wired? Alter, warum sagst du wired? Ah. Weil jetzt letztens irgendjemand auf 9gag so eine komische Maske aus Drähten geschrieben hat, gepostet hat und ich musste drunter schreiben, it's wired. Das ist hängen geblieben. Das gefällt mir sogar ein bisschen. Ja, doch, war witzig. Kra. Kra, kra. Flummi, du hast das Bedürfnis, mit deinem Schnabel irgendwas an da zu richten. Ja, ich weiß. Ich habe überlegt, ob ich seine Schnürsenkel aufmache. Mit meinem auch Schnabel. Dieses Bedürfnis hast du. Und so, ja. Das, so ein Funkeln ist schon manchmal ziemlich intensiv jetzt anziehend. Ich weiß. Schnabel weg von meinen Schnürsenkeln. Hier, husch.
Ich schubst dich raus. Aus der Kabine. So. Sollst du dir vielleicht noch die Kamera geben? Ja, ich gebe dir noch die Kamera. Achso. Und du steigst. Also das Ding ist, du wirst ja dann raushüpfen. Dann sammle ich Jojos Klamotten und gehe meines Weges. Mhm. Und dann wirst du so ein bisschen hüpfen und dann wirst du mit den Flügelchen schlagen und dann irgendwie weiter ein bisschen ungelenk nach vorn hüpfen. Dann wirst du es irgendwann schaffen, so ein bisschen abzuheben und dann trudelst du kurz und dann musst du nochmal kurz landen. Was ziemlich kacke ist, weil du aber die Kamera verlierst. Also hüpfst du zurück und holst sie wieder. Und dann kriegst du es irgendwie hin zu fliegen. Es ist auf jeden Fall super anstrengend. Vor allen Dingen von der Koordination her. Gleitflug. Na, das ist ja richtig anstrengend. Aber dann muss ich da nicht mit den Flügeln schlagen. Ja, aber da musst du erstmal die Aufwände und alles finden und das machen Vögel halt eher so intuitiv und du eher nicht so intuitiv. Deswegen, verdammt. Gleitflug ist am Anfang ziemlich schwierig. Ja, das ist wahr. So elegant ist es bei dir nicht. Der sieht halt eher aus wie so ein abgestürzter Vogel. So ein gerupfter. Aber mit so ein paar Zwischenstopps kommst du dann irgendwann dort an, wo du halt hin willst. Ich muss einfach mehr üben. Das musst du auf jeden Fall. Und dann ist natürlich auch jeder Vogel irgendwie ein bisschen anders. Also sich so halbwegs zu spezialisieren, ist eigentlich gar nicht dumm. Kannst du mich auch einfach zu Fedor gehen und beim Falkner zugucken. Auf jeden Fall. Das stimmt, das wäre viel einfacher. Dann könnte ich mit dem Falken fliegen. Ganz doofe Idee. Das sind keine Einzelgänger und die sind auch nicht territorial. Keine Angst. Das geht schon. Das sind Krähen, die sind genauso groß wie Krähen. Krähen sind übelst riesig. Ja, aber Falken fressen alles Mögliche. Nee, Falken jagen keine Krähen. Die sind denen zu groß und zu gefährlich. Die jagen kein Nickel und Ratten und sowas, aber keine Krähen. Falken sind nicht groß. Das mag ja alles sein. Aber ich glaube, der zerlegt dich trotzdem. Verdammt, das könnte sein. Wenn der einmal zupickt, hast du halt schon verloren. Einfach, weil du dann keinen Bock mehr hast. Ja. Das soll ja auch Spaß machen. Das war. Da vielleicht soll ich dann mit anderen Krähen fliegen. Mit dem Krähenschwarm? Ja. Mit Sturmkrähen. Übrigens, wir machen das ein bisschen wie bei Vampire, ne? Dass du dann so ein paar Tierverhaltensweisen kurz noch dir angewöhnt hast, ne? Ist klar. Einfach. So, ein Stündchen noch. Je nachdem, wie lange du halt jetzt hier warst. Auf jeden Fall, du fliegst da hoch. Ich nehme an, irgendwie aufs gegenüberliegende Haus oder sowas. Oder ja, ja. Auf eine Straßenlaterne, das ist vielleicht auch ganz praktisch. Da, wo man die beste Sicht hat. So, und dann würfelst du mal bitte. Deli? Was hast du in Fingerfertigkeit? Ich habe Fingerfertigkeit. Ja. Ich habe 3 in Fingerfertigkeit. So, eine Kreos hatte ich für ein Geschick plus deine Erfolge. Na, sag mal, du würfelst jetzt 7 Würfel. Jo, die Kamera ist nicht nur perfekt angebracht, sodass sie für eine längere Zeit dort bestehen bleibt, sondern dass sie auch so gut ausgerichtet ist, dass Kaban direkt bemerkte, dass jemand am Werk war, der deutlich geschickter und besser ist als Jojo, nämlich ein Vogel. Also ist es hier nicht gut gemacht. Ich möchte dem Spielleiter bitte die Augen aushacken. Und ich will meinen Credstick von dem Nazi zurückhaben. Du fliegst zu einem ziemlich dämlich aussehenden Typen mit Bierplauze und irgendeinem T-Shirt drauf, wo verschiedene W10, W6, W12 Würfel drauf sind und dann drunter steht Choose Your Weapon und hackst ihm die Augen aus. Danke. Ich möchte jetzt bitte meinen Credstick von dem Nazi zurückhaben. Du fliegst zu dem Nazi, er knallt dich ab und sagt, geil, Alter. Mit seiner Schrotpistole. Wo waren die Riesenadler? Die Riesenadler kommen, sammeln deinen Totenleib auf und fliegen dich zu Gabagandalf, der sagt, da kann man nichts mehr machen und dich dann verscharrt. Ich hasse dich. Und so endet Julio. Du willst also deinen Credstick nicht zurückhaben, sagst du. Nein, nicht bis ich nicht geübt habe, jemandem im Sturzflug irgendwas aus der Hand zu klauen. Krähen können sowas nämlich. Ja, er hat es auch nicht mehr in der Hand, aber er hat halt eine Schrotpistole. Ja. Und gelangweilte Typen schießen halt gerne auf ein Geziefer. Das hast du mit Vlad garantiert auch dauernd gemacht und machst es vielleicht noch heute manchmal. Leider ja. Ich meine, es ist auch eine gute Zielübung tatsächlich. Ja. Du fliegst zurück zu Kaban. Ich fliege zurück zu Kaban. Ihr geht wieder in dieses wunderschöne Kabinchen. Ich lande auf seiner Schulter. Meine Krallen hey. Bohren sich in sein Fleisch. Das ist okay. Du bist nicht so stark, als ob dich das interessieren würde. Doch. Sie ist dort, wo die Panzerung endet, hingeflogen am Hals, weil sie da besseren Halt hat. Und die graben sich halt in dein Fleisch, das heißt, es interessiert dich auf jeden Fall.
Ich packe mir diesen Vogel und setze ihn auf die Panzerung. Jo, sie rutscht ein bisschen ab, aber dann geht's. Ihr geht da rein. Genau. Und während ihr die Passion Christi am Kreuz genagelt seht, verwandelt sich Jojo zurück und bekleidet sich wieder. Ja. Leider hat Kaban deine Sachen zwischendurch in einen Wichsfleck gelegt, den er nicht sah. Ich habe sie ordentlich zusammengefaltet und irgendwo hingelegt. Ja, in einen Wichsfleck. Du bist so eklig. Hm, was? Du bist so eklig. Was denn? Guck mal! Oh. Das habe ich nicht gesehen. Ach. Ich möchte bitte in den nächsten Staffershack gehen und mir kurz Fleckentferner, Trockenfleckentferner holen. Dr. Baryshnikovs Entferner für alle organischen Substanzen. Ja. Machst du. Also ich bitte dich, Fremdsperma von irgendeinem Typen darf man schon mal ein bisschen eklig finden. Gott weiß, was der hatte. Wer sagt denn, dass der Typ fremd war? Ach so, ne, dann ist mir egal. Kurze Wenn Frage, das... sag mal, warst du nicht die auf mehreren Gangbangs war? Und willst mir erzählen, die kanntest du alle, oder? Nee, aber das ist was anderes. Ach so. Das ist nicht kalt. Ach so, keine Angst, es war noch warm. Ach so, ne, dann ist okay. Siehste, dann ist ja kein Problem. Aber da konnte ich mich auch hinterher duschen, hatte ich das Zeug nicht auf der Kleidung. Es hinterlässt immer so komische Flecken. Hm. Das ist doof. Das die, die muss man dann erklären und so, ne? Das ist nervig. Jojo! Stinkst schon wieder nach Sperma! Judy, ihr habt eine Kamera installieren lassen von dem Vogel. Hm. War schon ein bisschen geil jetzt. Jojo, das war die beste Flugleistung, die du je hattest. Du kannst ein bisschen stolz auf dich sein. Memo an Jojo, Fliegen üben. Sie. Es gibt den Skill Fliegen. Ja, ach, weißt du. Bla. Du wirst nie so gut fliegen können wie ein richtiger Vogel und wenn's drauf ankommt, bist du nie so schnell wie eine Drohne oder eine Kugel, von daher. So, wir können's jetzt beobachten. Wir können uns jetzt gemütlich in ein Auto setzen und den Scheiß beobachten. Wie war ich eigentlich hier? War ich mit dem Motorrad hier oder mit dem Auto? Fürs Haus oder entscheide ich? Ich weiß es nicht mehr. Wir waren ja irgendwie unterwegs. Ja, wir waren beide mit deinem Auto unterwegs. Wir waren beide mit meinem Auto unterwegs, alles klar. Oder war das mein Auto? Nee, ich glaube meins. Ich denke, es war Kabans, weil der einen Schmuggelbehälter hat und das immer cooler ist, wenn man zusammen unterwegs ist. Stimmt. Okay. Also groß. Ja. Dann warten wir in Kabans Auto. Ist etwas passiert? Jo. Das wird vermutlich lange dauern. Ein paar Straßenzüge weiter wird so 8 Blöcke großes Gebiet eine Ausgangssperre verhängt und die Polizei fährt da großräumig ein und umzäunt dort alles. Und eine Ausgangssperre? Ja, für Deswegen. Die Nacht mindestens. Ich kann mich nicht entsinnen, dass die Polizei dir gegenüber Rechenschaft schuldig ist. Ich sehe nicht, aber es wird bestimmt irgendwas in den Nachrichten sein, wenn es irgendeinen Grund dafür gibt. Richtig. Es sei denn, das ist jetzt eine spontane Polizeiaktion, weil die irgendwen kaschen wollen. Ich sag mal so, die vertrauenswürdigsten Nachrichtenquellen sagen, dass sie bisher noch keine Informationen von der Polizei erhalten haben, warum sie das machen. Die weniger vertrauenswürdigen haben Gründe für dich, warum sie das machen. Wessen Gebiet ist das? Ist das das Gebiet von irgendwem? Nö. Okay. Das ist ein mittleres Unterschichtgebiet, also. In Donskoi ist es aber. Achso, in Donskoi? Naja, das ist ja. Also, ihr seid ja an der Grenze zu Donskoi, ne? Weiß ich gerade nicht. Du hast gesagt Pradjevo, deswegen. Ja, ja, ihr seid jetzt in Pradjevo. Und da ist das Nazi-Gebiet. Dann links daneben ist so ein kleines A-Gebiet in Pradjevo. Unter euch rechts quasi, also die Grenze zu Donskoi, ist dann das B-Gebiet, wo die Filmscheiße war zum Beispiel. Ja, ja. Und das heißt, da ist schon Donskoi dann. Und da drunter noch ist dann halt so normales C-Gebiet. Und da jetzt Randale. Also da gibt es noch keine Randale, aber wenn die Polizei jemanden draußen erwischt, werden die dort richtig einmarschieren und dann gibt's Randale. Juti, das heißt, wir halten uns aus diesem Gebiet raus. Ja. Also ihr seht das ja auch in so
großer Entfernung, dass da kommen da auch Hubschrauber und so Patronen und so. Super. Bringen sich dann Stellung und haben richtig Bock. Hervorragend. Gut, das heißt, wir halten uns erst, weiß ich nicht, aber wir sollten da nicht zu nah ran, ansonsten kriegen wir auch noch Ärger und hab ich keinen Bock drauf. Richtig. Spielgeleiteter ist weg, scheiße. Wieso ist der weg? Das hab ich noch gehört, was willst du? Da ist auch nichts in der Nähe, von dem ich wüsste, dass es da ist, oder? Nö. Mit Ortswissen Donskoi. Nö, das ist ein Standardunterschiedgebiet. Klar gibt es da immer irgendwie so entweder einen kleinen Gangsterboss oder irgend so einen Scheiß, aber niemand, der das rechtfertigen würde. Okay. Jo. Scheiße. Das kann ja, muss ja nicht unsere Sorge sein. Das hat ja wahrscheinlich nichts mit uns zu tun. Hoffentlich. Und selbst wenn das mit uns zu tun hat, sie sind nicht hier, und sind, sondern sind so da, also alles gut. Ja. Oh Mann. Und die fangen ganz schön dick auf. Ja. Das gefällt mir trotzdem nicht. Nee. Ganz sicherlich nicht. Es kann nur böse enden, wenn da irgendein Scheiß passiert. Aber wir werden es wohl morgen erfahren aus der Zeitung. Ja, wahrscheinlich. Spielgeleiter da, wie spät haben wir es? Der ist weg. Mist. Du sag mal, wenn es jetzt gleich Abend wird und so weiter, wollen wir denn da einsteigen bei der Kleinen? Weil der Spielleiter sagte mir gerade, es sei 21.30 Uhr. Gut. Dann können wir eventuell quasi, ne, wenn es abends wird, da einfach einsteigen und die einfach überraschen. Weil dann niemand wird die beschützen nachts. Na, das Ding ist, dass nachts immer noch genug Assis auf der Straße sind und ich einfach keinen Bock habe, mit dir in das scheiß Nazi-Gebiet reinzurennen. Ja, aber wem falle ich denn da auf? Das ist doch, das wird doch nicht wirklich. Wem so du sein. Da auffällst, da sind doch genug Assis auf der Straße. Mitten in der Nacht? Natürlich mitten in der Nacht. Ach. Wenn ich nachts auf die Straße gehe, sind bei mir auch genug Leute. Sogar ein Jusch Neue. Ich bitte dich. Ich ziehe mir eine Pudelmütze über das Gesicht. Siehst du, wenn man mir nicht ins Gesicht fällt, fällt das gar nicht auf. Natürlich fällt das auf. Ja, solange man mir nicht ins Gesicht guckt, nicht. Kaban, ernsthaft? Meine Ohren sind verdeckt. Ja, aber warum warten wir denn nicht einfach, bis die rauskommt? Ja, dann wird die in einer besseren Gegend sein. Also wenn wir da jetzt jemanden zusammenprügeln, interessiert es niemanden. Kaban, das interessiert garantiert irgendwen. Wenn du da auffällst, dann sind wir mitten im Nazi-Gebiet und wir sind alleine. Und ich habe einfach keinen Bock, die nächsten 2 Monate schon wieder bei irgendeinem Scheißarzt zu verbringen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Wenn es nicht wirklich sein muss. Ich habe davon genug für dieses Jahr, wirklich. Okay. Ist okay. Dann okay. Warten wir halt mal drauf. Wir können uns das immer noch überlegen, wenn wir feststellen, dass es jetzt gar nichts gibt. Aber wir stehen auch nicht so sehr unter Zeitdruck, oder? Ich verstehe wirklich, dass du das gerne klären willst. Aber ist es so, also ist es jetzt echt eine Frage, kommt's da auf die Minute an? Na, eigentlich nicht. Okay, dann nehmen wir uns doch einfach die Zeit, anstatt da jetzt wieder irgendwo reinzurennen. Ja. Und glaub mir, ich habe richtig Bock, ein paar Nazis abzuschlachten. Ich habe wirklich richtig Bock darauf, aber ich habe einfach keinen Bock, schon wieder irgendwie, ne? Ja, ich kann das verstehen. Du bist halt ein bisschen zu zerbrechlich. Er grinst dich halt quasi dabei an. Was willst du machen? Keine Ahnung. Der Malpanzerung. Really? Warum nicht? Weißt du, dann hat es sich das mit Krähen und so weiter. Und Fliegen und überhaupt. Ja, okay. Aber der Malpanzerung wäre schon cool. Ja, sehe ich völlig ein, dass der Malpanzerung wirklich geil ist, aber nicht für mich. Also ich habe da für mich auch schon drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich sehe es absolut ein und ich fände es auch praktisch und ich fände es auch super, aber es gibt einfach mittlerweile ein paar Gründe, die für mich dagegen sprechen. Hm. Und das sind ziemlich gute Gründe. Und vorher hieß es immer, du magst den ganzen Magiekram gar nicht so sehr. Ich bin auch immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß damit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist, keine Ahnung, genauso wie, weiß ich nicht,
Die Tante, die dir immer auf den Keks geht, aber wenn sie dann plötzlich weg ist, dann magst du sie doch und würdest sie doch vermissen. Okay, das war eine blöde Beschreibung, aber trotzdem. Ich weiß, was du meinst. Ja, es ist irgendwie, es gehört einfach dazu, weißt du. Es ist, ich glaube, weiß ich nicht, es ist zumindest weit genug, als dass ich da auch nicht mehr drauf verzichten wollen würde. Weil es einfach irgendwie dazugehört. Ja, kann ich verstehen. Das wäre für dich, als würdest du deine gesamte Cyberware plötzlich ausbauen. Warum sollte ich das tun? Ja, siehst du. Die war teuer, du hast das Geschenk gekriegt. Glaub mir, ich habe ziemlich teuer dafür bezahlt. Mehrfach. Naja, auf jeden Fall warten wir jetzt erstmal ab. Ja. Wie vertreibt ihr euch denn die Zeit mit Warten? Unter anderem mit dieser Diskussion gerade eben. Und weiter? Ich meine, ihr wartet mindestens die ganze Nacht. Ich habe einen Miracle Shooter. Ich bin sogar sehr gut in AR-Spielen. Ich hab die Wissensfertigkeit schließlich auf 5. Fast so hoch wie AGB. Nee, AGBs habe ich nicht so hoch. Ach so. Ich habe übrigens erst beim Schneiden gerafft, dass du Apple gesagt hast und South Park und ich schäme mich, ich habe das nicht richtig gehört. Du weißt ja, wie das ist, aber ich habe das hiermit nochmal wertgeschätzt. Ja. Jojo vertreibt sich die Zeit mit Pac-Man. Und Jump'n'Run spielen. Aber die hat 18 Version, oder? Jojo hat gerade keine Lust mehr auf Ego-Shooter und Todesschreie. Aber die ab 18 Version von Pac-Man. Natürlich die ab 18 Version. Sehr schön. Also doch Todesschrei. Nee, dann lässt sie das. Schade. würfelt doch beide mal Double the Wins Craft. Bei Jojo sind das übrigens 8 Würfel, Daddy. Ja doch, es sind 8. Ich bin mir mal in 4. Folgen besser als mit deinen 3. Die Nacht geht vorüber, aber ihr seid so fit. So fit. So fit seid ihr. Ihr wart noch nie im Leben wacher. Fast könnte MDMA. Man denken, ihr habt euch irgendwie... MDMA. Da bist du nicht so wirklich aufmerksam. Aber ja, fast könnte man annehmen, ihr hättet euch irgendwas an Kaffee geschüttelt, ihr geilen Kinder, ihr. Also pünktlich früh um 6.30 Uhr muss ihr das Haus verlassen. In Arbeitsklamotte. Und Richtung U-Bahn tingeln, richtig? Ganz recht. Daran hätten wir denken können. Deswegen sagte ich ja, wie wär's mal in der Nacht zu catchen? Moment, wissen wir, in welche U-Bahn sie steigt? Sie arbeitete bei Rabutnik. Ihr könnt es erahnen. Ihr wisst, wo die Arbeitsstelle ist, ja. Deswegen, das meinte ich. Genau, wir wissen, wo die Arbeitsstelle ist. Das heißt, wir können auch erahnen, in welche U-Bahn sie steigt. Wir können zusteigen. Ja. Gut. Dann machen wir das doch einfach und catchen sie dann auf dem Weg raus. Und dann können wir ja zumindest mal kurz mit ihr reden. Dun, 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 dun. Jo. Aber sind da nicht unwahrscheinlich viele Menschen? In der U-Bahn? Müssen sich in der U-Bahn machen, da beim U-Bahnhof. Natürlich sind in der U-Bahn sind 100 Trilliarden Menschen, aber die U-Bahn sind halt nicht der sicherste Ort der Welt. Ne? Also, ich glaube, das ist ein guter Ort, um zumindest mal kurz mit ihr zu sprechen. Denn da interessiert sich keine Sau dafür, was da passiert. Wie wollen wir da mit ihr sprechen? Du setzt dich rechts von ihr hin, ich setz mich links von ihr hin. Na Moment, Sitzplätze sind auf jeden Fall nicht da. Aber ja, ihr könnt euch rechts und links von ihr hinstellen. Also Juti, ihr steigt zu. Ihr seht sie in Arbeitsklamotte. Sie sieht aus, als hätte sie ein bisschen wenig geschlafen. Hat sie eigentlich Cyberaugen? Kannst du nicht erkennen. Also zumindest keine offensichtlichen. Ich könnte es halt höchstens erskinnen. Darf es halt nur keinen Patzer würfeln. Hat die U-Bahn irgendwelche komischen... Bestimmt nicht. Nö. Was? Jojo erscannt. 7 Würfel, oder? Mhm. Dein G ist übrigens nicht weg, das ist klar. Sie ist versäubert. Kann ich erkennen, wo? Im Kopfbereich. Kopfbereich heißt bei mir gesamter Kopfbereich inklusive Augen irgendwo. Kann sein, dass sie Cyberaugen hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Verdammt, das dürftest du nicht mal sehen, na egal. Richtig. Irrelevant. Ich wollte es nicht sagen, dass man das mit einem Erfolg nicht sieht.
Ja, aber dafür sage ich auch nie wirklich genau, was es für Cyberware ist, was man ja eigentlich auch mit mehr Erfolgen sehen dürfte, was bei mich Quatsch ist. Die ungenaue Lage sieht man. Normalerweise. Ja, ja, und dann später siehst du auch, welches Implantat, und das ist halt Bullshit. Nee, das siehst du nicht. Es sei denn, du hast Kybernetik-Fähigkeiten. Stimmt. Und damit kannst du es auch nur erahnen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Gut, ich spiele ja auch keine Rolle. Na, dann sollten wir wenigstens gucken, dass sie uns nicht direkt anguckt. Wird schwierig, wenn wir mit ihr reden. Jojo zieht sich eine Kapuze über den Kopf. Oder wobei, wie kühl ist es, wie warm ist es? In der U-Bahn ist es natürlich einfach stickig als hell. Das ist Juli. Mitte Juli. Man könnte ihr einfach eine Pistole in den Rücken halten. Oder sie von hinten anrempeln, die Pistole in den Rücken halten und sagen, wir müssen reden. Ja, irgendwie sowas. Ja, wobei, kann man jetzt mal so mit ihr reden. Oder auf dem U-Bahnhof oder so. Und das Problem ist, dann guckt die dich auf jeden Fall an. Aber man hat ja AR-Brillen und Atemschutzmaske. Da erkennt man sich ja sowieso keine Sau. Ja, aber war mal ein bisschen smooth hier mit der Knarre. Das ist vielleicht ein bisschen viel des Guten. Die hat wahrscheinlich so schon genug Schiss. Das kann man immer noch mal machen als Bonus, wenn sie rumzickt. Mhm. Da reicht's normalerweise auch, wenn man ihr mal kurz die, weißt du, wenn du ihr mal kurz die Hand auf die Schulter legst, ne? Sowas reicht zur Not auch. Ohne, dass da irgendwie groß viel passieren muss. Ja, gut, das kann sein. Und so eine Knarre kann man dann immer noch mal rausholen, wenn es notwendig ist. Jojo wird vernünftig. Einer muss ja. Ich denke eher, du legst ein bisschen viel Aggression an den Tag in letzter Zeit. Willst du mal mit ihr reden oder sofort eine Knarre in den Kopf halten, nachdem du ihren Bruder totgeprügelt hast für nichts und wieder nichts? Junge, Junge, Junge. Juti, also. Es gibt Gründe und Situationen, da ist Gewalt das richtige Mittel. Zum Beispiel, wenn ich früh in Netto komme und die haben einfach keine Zimtbrötchen mehr. Das geht total gar nicht. Das zerrumst den Laden. Nicht. Zerrumst Na, mach den ich auch. Laden. Mach ich auch. Zimtteilchen sind die wichtigsten. Ja, sieh, sieh. Also gut. Ab ja. In eine U-Bahn. Ihr seid in der U-Bahn und ihr findet die und auch quält euch irgendwie durch die Leute durch. Jojo setzt neben... trotzdem eine physische Maß. Nee, wenn man das sofort durchschaut, ist das kacke. Nee. Ja. Ist die Frage, ob man sofort durchschaut, ne? Die Leute interessieren sich A nicht. Und B ist, wie gesagt, das ist nicht gerade das krasseste Volk dort. Du kannst eine quasi eine eine physische Aura machen, dass die Leute alle wegstupst von dir. Nee, wow. Das werde ich garantiert nicht tun. Physische Aura Schrapnell. Los nee, jetzt. Aber Jojo setzt sich trotzdem eine Maske auf. Zeig mal das Zeugnis. Illusion. Naja. Kaban, einmal 4 Würfel bitte. Force. Und 8, glaube ich, für 2. Meinst du 8 für den Zug? Ja. Ja. Wow, 2 Erfolge und 4 Erfolge, ab dafür. Jo, da hast du schon mal keinen Zug. Und das so Maximum Erfolge. An Erfolge, was ich haben kann. Leute sind ja alle ein bisschen abgelenkt und so. Jo, wer ist denn eigentlich der Verteidiger? Ich, weil die Wahrnehmung würfeln. Das ist richtig. Sehr übersteichen. Juti, wie willst du nur so aussehen? Erzähl mal, du kannst übrigens Kleidung, glaube ich, mitverändern. Ich glaube ja. Na, dann sieht sie jetzt aus wie so eine... Das ist so dieses Gesicht, das du siehst und wieder vergisst. Das heißt, sie trägt eine einfache... Ich weiß nicht, was Lohnsklaven da immer so anhaben, aber... Ja, okay, dann trägt sie so eine gräuliche Uniform oder sowas in der Art. Na, vielleicht mit irgendeinem Firmenlogo drauf. Was die meisten Leute da im Dings haben. Rabotnik. Ja, dann trägt sie ein Rabotnik-Firmenlogo. Nee, das auf jeden Fall trägst du kein Rabotnik. Das macht den Zauber sofort kaputt. Da wehrt sich dein Körper dagegen. Das kannst du mir nicht erzählen. Ach, Manu. Nee, dann ist es hier Energia. Sehr schön. Das ist ein Energia-Firmenlogo auf dem Overall, den sie trägt. Oder auf den Klamotten, die sie trägt. Dann hat sie aschblonde... Haare, relativ dicke Haare, weil sie ohnehin diese dann so einfach so zu einem Zopf zusammengebunden hat.
so wie sie das jetzt auch hat und ja, einfach so wässrige Augen und so ein bisschen picklig im Gesicht. Und ja, so eine etwas ungesunde Gesichtsfarbe, so wie das viele halt haben. Das hast du sehr schön gesagt. Dünne Lippen, ganz wichtig, dünne Lippen. Vielleicht ein bisschen Überbiss? So ein bisschen? Vielleicht ein bisschen. Das ist schön. Ja. Aber dann dafür, aber dann kein Kinn. Nee, um Gottes Willen, Kinn? Ekelhaft. Ach, ich finde das schön. Das ist so ein Gesicht, das du einfach anguckst und dann auch wieder wegguckst. Ja, auf jeden Fall wegguckst. Alter. Auf jeden Fall wegguckst, ja. Ja. Gotteslich. So, Karman, stell dir eine Frage. Wie jetzt? Ich? Achso, na, ich dachte, du fragst jetzt, wie viel Greif, aber okay. Achso. Easy. Wie viel Greif hat sie? Sie ist nicht wirklich größer als vorher. Du kannst die Statur ein bisschen, so ein paar Zentimeter ziehen. Wenn du dich unattraktiv machen möchtest, also bist du ein flaches Brett. Also dann hat sie 0,35 Greif. Oha. Oh, das ist so bemitleidenswert. Da hat der normale Mann ja auch schon mehr. Es sind quasi Nippel auf dem Bügelbrett. Also ich hätte mir jetzt, also du, klar, du dann aber bitte so. Ich hätte halt gedacht, die hat eher dann so eine normale Statur, aber dafür sind ihre Brüste auch normal groß für die Statur. Aber hängen, also sind ja, halt, der Ansatz so ist dann halt Bauch. Schon... Ja, der Ansatz ist halt schon so viel weiter unten. Weißt du, was ich meine? Ja. So oben nur so ein Lappen und dann unten ist es dann um die Nippel herum gefüllt mit Fleisch. Aber halt so, sowas dachte ich, sehr bestimmt auch gut aus. Aber gut, 0,35 Greif. Das ist doch schön. Ihr platziert euch also neben die Alte. Ja. Das ist gut. Ich meine, die guckt erst ganz kurz ein bisschen dumm, weil sich die Leute so durchdrängen, nur um ihr zu ihr zu kommen. Aber da sind halt noch Stehplätze, das ist okay. Und sie scheint ja auch nebenbei irgendwas zu lesen oder zu gucken, was halt alle anderen auch machen. Wie ist die Kleine nochmal? Steht oben im Chat. Oh ja, Dwerkov. Und ja, sie ist offenbar eine Waffe. Eine Waffe. Ach das willst ja. Du wegen dem Sechseln. Ach so, sehr schön. Ja, Aria ist sowieso ein richtig toller Name. Das Game of Thrones, super Sache. Hätte ich das gewusst, hätte ich es ja anders genannt. Ja, was wollte ich denn jetzt nochmal fragen? Ich habe mir natürlich unwahrscheinlich tiefgreifende Gedanken darüber gemacht, über diesen heutigen Spielabend. So geil, du stehst neben dir. So, jetzt pass mal auf. Kenn ich sie? Bist du öfter hier? Genau, machst du auch hier. Auch hier, genau. Nein, ich wollte sie irgendwas fragen wegen ihrem Bruder, wegen, Ja, weil sie wahrscheinlich die Person ist, die dafür sorgt, dass er nicht weiß, dass den Scheiß da rumtransportiert. Von wegen Datenschloss und so. Also, nee, war es Datenschloss? Ich weiß nicht mehr. Nee, Datenfilter. Datenfilter, ja, genau. Ja. Also, spreche ich sie doch einfach mal ganz galant von der Seite an. In der U-Bahn ganz galant, alles klar. Guten Morgen, Frau Dwerkov. Vor allem mit so einem schönen Übernachtung, also wachbleiben, Schweiß im Auto. Moin. Nee, es ist eher so. Das kannst du nicht bringen. Entschuldige. So werden dort offenbar die meisten angesprochen. So, okay. Miss Dwerkov. Ich denke, wir müssen uns über ihr Nebenerwerb unterhalten. Ja, ihr Blick gleitet so ein bisschen zu dir rüber mit dem Kopf. Dann schaut sie dich so halbglasig an, bis dann der Blick ein bisschen klarer wird, weil sie oftmals das Fenster geschlossen hat. Entschuldigung. Sie brauchen sich nicht entschuldigen, wir müssen einfach nur über ihren Nebenerwerb reden. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Das wusste Ihr Bruder auch nicht. Da gucke ich sie eisig an. Ja, warte mal kurz. Mach doch mal hier erstmal kurz nebenbei so Menschenkenntnis und Flummi, wenn du willst, mach aber gleich mit. Bei Flummi sind das übrigens 8 Würfel. Ich wusste das auch mal, wie viel ich hab. Charisma und Intuition. Du müsstest 7 haben. Ja. Ich auch. Warum bist du eigentlich in allem besser als ich? Du hättest halt nicht anfangen dürfen, für sie zu würfeln. Also Jojo, der wird vielleicht schon ein bisschen mulmig.
Ne? Dann meint Jojo. Warte, Kaban, dies eisekalt. Junge! Ah, Frau Dreierkopf, ich sehe, Sie wissen, wovon wir sprechen, das ist schön. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß leider nicht, wovon Sie sprechen. Wenden Sie sich doch bitte an meinen Arbeitgeber. Sie können die Telefonstimme jetzt ablegen, ich glaube, dafür haben wir hier keine Verwendung. Wir können natürlich auch etwas deutlicher werden, aber allerdings muss das ja nicht unbedingt wieder sein. Ich bin ganz kurz davor, meinen Panic-Button zu drücken. Ich bitte Sie, woanders hinzugehen und das zu unterlassen. Oh, Sie können gerne Ihren Panic-Button drücken, allerdings wissen wir, wo Sie wohnen. Wir wissen auch, wir haben genug Informationen. Also, viel Spaß, wenn Sie das tun wollen. Wir finden schon eine Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und eigentlich wollen wir auch nur miteinander sprechen, sonst eigentlich nichts. Das könnte sich ändern, wenn Sie jetzt nicht kooperativ sind, aber mehr als ein paar Informationen möchten wir nicht. Das heißt, wir können uns jetzt gepflegt unterhalten, danach gehen Sie zur Arbeit, als wäre nichts gewesen und wir sehen uns nie wieder. Sie können davon ausgehen, dass ich Sie beide auf jeden Fall der Polizei bereits gemeldet habe. Vielen Dank für den Hinweis mit meinem Bruder. Wenn Sie sich weiter in Schwierigkeiten bringen möchten, dann können Sie das durchaus tun, ansonsten bitte ich Sie, mich jetzt in Ruhe zu lassen. Verarscht ihr uns? Scheint nicht so. Ich meine, nebenbei mir das mit dem Comlink zu machen, ist möglich. Und euer Pan müsst ihr doch nicht zwingend anhaben. Sie vermutlich nicht. Also ich meine, Sally hat ja schon gesagt, dass er das mit ihrem Bruder war, so halb. Und ich meine, was macht man, wenn man Schiss hat? Die Polizei rufen, Freund und Helfer. Die werden sie doch bestimmt helfen. Gut, Frau Dreierkopf, dann werden wir uns hier verabschieden. Wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Davon gehe ich nicht aus. Oh, ich schon. Die Polizei kümmert sich keinen Dreck um Leute wie Sie. Jojo steigt an der nächsten Haltestelle aus. Jupp. Jutti. Und lässt dann auch irgendwann die Maske fallen. Der habt doch sie heben. Nö, aber wenn sie es so will. Ja. Hab doch gesagt, wir suchen sie nachts. Ja, wenn sie es so will. Wir steigen in eine andere U-Bahn und fahren woanders hin. Easy, zu eurem Auto, wo das halt irgendwo steht. Ist ja okay. Achso, ihr wollt hier. Nö, nicht mehr. Wir sollten 2 Nächte warten oder sowas. Hm. Das wäre besser, außerdem, heute sind wir sowieso ein bisschen übernächtigt. Hm. Die Ausgangssperre ist natürlich dann auch wieder vorbei. Was war denn da jetzt eigentlich los? Genau, ich kontrolliere die Nachrichten, was dort los ist. Informationen, also es ist eigentlich im Wesentlichen vorher die, denen man eher trauen kann, die sagen, wissen wir nicht, und die, denen man nicht trauen kann, die sagen, wir wissen Bescheid. Wissen denn die Leute, die nicht Naja, zum Beispiel, dass dort ein Ghoul-Ausbruch war, dass, also zum Beispiel Arzt hat gesagt, natürlich Evo hätte dort einen übelsten so ein Chemikalienfahrzeug durchgeleitet, obwohl das nicht gut gewesen ist, mitten durch die Stadt, und dass wir halt ausgelaufen und alle wären schrecklich verreckt. Dann hat man offenbar Fast Jack endlich gefasst und wird ihn morgen hinrichten, solche Dinge. Fast Jack gefasst? Ja, nee. Ist klar. Na klar. Das klingt plausibel. Du weißt doch ja auch nicht, wer das ist. Sowas in der Richtung halt, ne? Irgendwie 5000, oder dass die Polizei 5000 Razzien gegen die Wari unternommen hat, um dort endgültig mal zu sagen, wer die Hosen anhat. Und dass es irgendwie unwahrscheinlicher ist, die Sache mit Fast Jack. Hm. Juti, dann müssen wir jetzt wohl 1-2 Nächte warten und dann uns irgendwann mal nachts zu der Tante begeben. In den folgenden 2 Nächten kehrt diese Frau nicht nach Hause zurück. Nö. Ich meine, es war klar, oder? Ja, auch irgendwann geht sie wieder nach Hause. War sie in den letzten Zeiten bei ihrem Bruder? Nö. Wir hätten ihm eine Cortex-Bombe einbauen sollen. Alter. Patz. Nee, war sie nicht. Okay. Also ihr habt ihr erfolgreich Angst gemacht, falls du das jetzt wissen wolltest. Hm, dann haben wir ihn gekriegt. Fein. Ist sie denn auf ihrer Arbeit aufgetaucht? Weißt du nicht? Das würde ich sogar kontrollieren, glaube ich, wenn das geht. Wie denn? Unter Fake-Nummern anrufen. Ja, ist sie. Okay.
Wenn sie da auftaucht, dann kann man sie da abfassen. Wo, was ist während ihre nächste U-Bahn-Station? Was machst du da? Also redest du mit ihr oder willst du bloß testen anhand der Stimme, ob sie da ist? Ich teste nur anhand der Stimme, ob sie da ist. Okay. Arbeitet sie denn immer zu denselben Schichten? Das müsste sich doch rausfinden lassen, wenn man das ein bisschen im Blick behält. Na, in den 3 Tagen hat sie schon mal ein bisschen andere Arbeitszeiten. Was heißt ein bisschen anders? Na, einmal hat sie nachts gearbeitet und einmal tags und einmal dann Mittag bis Nachmittag oder dann später Nachmittag. Was ist das für eine U-Bahn-Station, wo sie zur Arbeit raus muss oder rein muss? Die sind Donskoi. Die sind Donskoi. Okay, da interessiert sich auch kein Schwanz für irgendwas. Naja, aber es ist schon eins der besseren Unterrichtsgebiete in Donskoi, ne? Na, scheiße. Also ich meine... Naja, das heißt aber besser, aber schon... Durchschnitt und da sind halt mehrere Bürogebäude, wo halt immer noch mal ein bisschen mehr los ist als so, ne? Na gut, aber da theoretisch, ich sag mal, sie muss ja da aus der U-Bahn-Station muss sie raus auf die Straße und dann zur Arbeit. Ja, und dann wechselt sie die Straßenseite. Das heißt, theoretisch wäre man durchaus dazu in der Lage, sie mal da irgendwie schnell ins Auto zu dingsen. Oder aber sie, ne, von da aus zu verfolgen wieder. Habt ihr ja gute Erfahrungen damit gemacht, aber ja. Ja, Mann. Es ist möglich. Also für Profis. Beziehungsweise auch für dann. Euch. Beziehungsweise dann irgendwie rauszufinden, wo sie jetzt wohnt. Naja, du kannst sie auch nochmal beschatten, ja. Naja. Na gut, dann kürzen wir das ab, dann würfel doch mal der beschatten will, beschatten. Wir wechseln uns natürlich ab dabei. Und sie hat Jojo nicht erkannt. Zumindest glaubt Jojo das. Dann macht sie halt eine Teamwork-Probe. Okay. Beschatten, das war ein eigener Skill, Sneaking. Oder? Nein, nicht mehr. Das Schleichen ist inzwischen. Und Intuition. Da war ich glaube, Fumi hat eigentlich ist es Geschick, aber das ist egal. Nein, bei Beschatten ist es Intuition, ja. Steht sogar da. Bin ich mir jedenfalls relativ sicher. Jojo hat mal wieder 8 und ich habe 7. Na, Teamwork-Probe halt, ne? Na, das bedeutet, dass, was kann wahrscheinlich... Aber zuerst. Genau. Hast du 4? Ich ja. Hä? Hast du Heimlichkeit auf 4, also Schleichen? Nein, ich habe 3. Ich habe 7 Würfel. Ja, okay. Dann ist es egal, wer von uns beiden macht. Ja. Willst du oder soll ich? Der erste Würfel kann er das sowieso vollkommen entscheiden. Ja. Und meine 2 Erfolge geht bei Jojo oben drauf, richtig? Genau. Bäh! 6 Erfolge! Was ist denn dein Limit? Ist das das Körperliche? Nee, das ist das, obwohl... Ja, Moment, wenn es Intuition nicht. Naja, das Körperliche wird es nicht sein. Das ist schon eher mental oder sozial. Ich kann mich entscheiden, das ist bei dir eh das Gleiche. Eben, dann ist es 6. Läuft bei uns. Junge. Das rannst du dir an. Wir haben 6 Erfolge. Vor allem habe ich so gut mit ihr gewürfelt. Weil sie so aufmerksam ist, hat sie jetzt immerhin 3 Erfolge. Aber ihr habt halt 6. Bam. Wir sind gute Shadowrunner. Dank Deli. Inzwischen, ne? Ja. Das Ding ist jetzt echt, ich konnte mit euch immer so einen Wurstrun machen und jetzt könnt ihr gleich ins Züricher Orbital, nur weil Daddy würfelt. Ja, also es ist einfach doch unglaublich, oder? Wie groß dieser Unterschied einfach ist. Ich finde das so schön. Das macht keinen Spaß mehr mit euch. Also, doch, ihr mir verfolgt macht's sie jetzt zu einem ziemlich rüpelhaften, billigen Kackmotel namens Wursteimer. Der Wursteimer. Mit dem mit einem Fleischer, deswegen heißt das so, angebunden, der tatsächlich echtes Fleisch verkauft. Aus der Region. Also Teufelsrattenfleisch. Wenn du Glück hast. Ja. So. Sieht auch, also wenn das nicht grau ist, ist das nicht gut. Da sind wir uns ja schon mal einig. Juti, ist das eines? Da wohnt sie. Ist das eines von den Hotels, in die man nachts mal kurz einsteigen kann? Das ist eins von den Hotels, wo du den kleinen, na nicht mal Gangboss, aber den Betreiber, der halt ein bisschen was macht, kennst. Persönlich. Oh, geil on. Das ist unweit von Boys Kaschemeda. Geil on. Wir brauchen mal den Ersatzschlüssel. Also ihr geht rein. Ja, wenn es irgendwann abends ist. Wieso nicht am Tag? Bitte? So nicht am Tag. Tagsüber können wir das genauso machen, das ist eigentlich egal bei dem Typen, ne?
Natürlich. Okay, Jojo kennt den, der ist wahrscheinlich, ist ihm sowas eher egal oder eher nicht so egal? Das kommt halt drauf an, was du machst. Ne? Der möchte halt dann schon wissen vorher, wenn er sowas macht, was da passieren wird. Wenn er blutige Fetzen in seinem Zimmer findet, ist es nicht immer hilfreich. Ja, ist richtig. Ja, Jojo geht dann rein. Mensch, Alter, Jojo. Ich komm hinterher, quasi. Was ist los, Mann? Guck dich an. Hast du abgenommen, Alter? Siehst wieder aus wie Haut und Knochen. Was? Hier ist erstmal ein Teller Sülze und für dich gleich ein mit erholt, quasi unterm Tresen, ungekühlt. Direkt von dem Fleischer mit den Waren von der Region, so eine richtig leckere Sülze. Wie heißt denn der Typ? Uri? Nee. Okay. Uri Geller. Der hieß anders. Anders? Ja, der heißt anders. Das ist ein guter Name. Es gibt diesen Namen sogar leider. Ja, weiß. Ein Bekannter von mir heißt anders mit Nachnamen. Es trifft sich immer. Das ist super. Na, was geht bei dir? Ja, du weißt, wie die Geschäfte laufen. Die laufen immer cremig, sämig, manchmal ein bisschen flockig. Alles klar, ich verstehe. Ja. Du, pass mal auf. Hier wohnt jemand, mit dem wir ganz gerne mal kurz ein Wörtchen reden würden. Wer denn so? Hier die, ach Gott, keine Ahnung, ob die unter dem Namen eingecheckt hat. Wobei, wir haben doch mittlerweile ein Bild von der, ne? Ja. Mehrere. Sie zeichnen das Bild. Die Frau Dwerkow. Ach, die hat sogar unter dem Namen eingecheckt, alles klar. Ja, genau. Ja. Mit der möchtest du mal reden? Mit der möchte ich gern mal reden. Naja, dann werde ich ja einfach freundlich mal den Hinweis geben, wenn sie das nächste Mal herkommt, oder wie? Nee, es wäre nett, wenn wir dann mal kurz, wenn sie da ist, auf ihr Zimmer könnten. Ach, als Überraschungsparty. Ja, eine Überraschungsparty quasi. Also, ihr macht da oben nichts kaputt, was er kaputt macht, wird ersetzt. Das ist klar. Ihr putzt, wenn ihr fertig seid. Das ist klar. Die Alte ist mir eigentlich scheißegal, da muss doch... Kein Geschrei, haltet der gefälligsten Mund zu. Kein Problem. Kriegen wir hin. Was fällt mir noch ein? Keine Schusslöcher? Aber bitte. Und halt insgesamt nicht so auffällig. Können wir das vereinbaren? Das können wir locker vereinbaren. Überhaupt kein Problem. Das ist doch schön. Hier, heute wollt ihr das machen, oder was? Na, ist sie gerade da? Nee, noch ist sie nicht da. Na, dann machen wir das heute. Also ein Zimmer kostet ja hier 40 Nuyen die Nacht. Da würde ich sagen, ihr seid zu zweit. Wollt ihr ein Doppel- oder ein Einzelbett? Na, ein Doppelbett. Ein Doppelbett, ne? Sagen wir mal 80 Nuyen pro Nacht. Das haben wir, bleibt ja jetzt 3 Nächte. Juti, 240 Nuyen. Kein Problem. Frühstück ist nicht inbegriffen. Aber auch in der Fleischtheke, jeden Morgen kosten wir nochmal 10 Nuyen extra, falls ihr was spenden wollt, quasi. Also, ich gebe ihm ein Kreuzstück mit 300. Ah, 4-mal Fleischtheke für den Jungen, der hat Hunger, alles klar. So, das, wo, hier, da. Da ist die Karte für das Zimmer, das ist der 409. Nicht wundern, dass hier die Zahlen sind ein bisschen komisch verteilt. Und viel Spaß. Besten Dank. Oh, rein, Kinder. Aber nicht so dolle, die sieht aus, als würde sie es nicht aushalten. Alles easy. Wir kriegen das schon hin. Ja, viel Spaß. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Im Fleischeimer. Nee, was war's? Wursteimer. Wursteimer. Viel schöne Aufenthalte im Wursteimer. Sehr schön. Ja, Jojo geht dann nach oben. Ich folge unauffällig. Jutti. In dem Zimmer. Die Hygienestandards sind von ihr auf ein Vielfaches angehoben worden. Sie hat zum Beispiel auch so schöne Plastikbettlaken gespannt, weil... also sie, ihr könnt es verstehen. Ne? Es würde einen halt einfach nicht wundern, wenn man den im Bad das Waschbecken aufdrehen würde, wenn da einfach nur ein Schwarm Kakerlaken rauskäme und kein Wasser. Achso, Jojo meint noch dann zu dem Typen unten. Sag mal, kannst du mir kurz eine Nachricht schreiben, wenn die kommt? Na klar. Mutie. Achso, und sie hat sich mehrere Waffen besorgt. Oh, was hat sie sich denn besorgt? Das ist süß. Taser. Was? Aber nicht nur das. Pfefferspray.
Was? Hat sie nicht gemacht! Also, die nehme ich mal direkt an mich. Ach so. Die arme Kleine weiß doch gar nicht, wie man damit umgeht. Dann kannst du dir 2 Dosen Pfefferspray aufschreiben. Das werde ich auch eiskalt tun. Das dachte ich mir, und dann kannst du dir noch einmal ein Yamaha Bulls aufschreiben. So, das muss ich mir jetzt erstmal hier. Die Dinger sind ja schon ganz geil. Na, ich habe ja Taser alle ein bisschen sinnloser gemacht, ne? Ja, weil weil die mir immer zu dumm sind. Okay, ja. Taser sind cool. 5G, passt schon. Hab ihn mir jetzt erstmal so aufgeschrieben. Na, ich hab ihn dir reinkopiert, ne? Ja, ich hab mir die Werte jetzt erstmal so drunter geschrieben. Das kommt dann irgendwann in die Allgemeinliste. Oh. Genau, kommt ja von so einem, ne? Ja, in unser Lager. Wir sind ja mittlerweile professionell und haben ein Zwischenlager. Professionell seid ihr. Total, deswegen hängen wir ja auch an einem Hotel. Ich würfel jetzt warum. Gut, aber... Professionell stellen wir uns gerade nicht an, aber... Die Sache ist, ich meine, ihr nennt euch professionell, aber wisst ihr, was ihr nicht dabei habt? Ein Störsender? Genau. Da war was. Ich meine, es wäre wirklich tatsächlich mal wieder praktisch gewesen. Das stimmt. Niemand braucht Jojo kann auch fix einen holen. Du kannst auch dem Typen unten Bescheid sagen, dass er den mal anmachen soll. Ach so, ja, okay, dann sagt sie ihm Bescheid, dass er den dann mal anmachen soll. Jo, kostet nochmal für die Nacht 3 Schnurren. 24 ja. Stunden. Easy. Schön abziehen kann man, ne? Wie viel war das? 30. Du erwischst das mit den Zahlen immer so, dass ich gleich beide, dass ich halt immer die nächst größere Zahl auch gleich mit wegmachen muss. Sehr nervig. Ja, das ist schon ein bisschen, das trifft mich hart. Fick dich hart. Mach ich. Juti, das Problem ist, ich weiß, dass du das wir machst. Das ist... wenn die kommt, stellen wir uns am besten neben die Tür, damit sie uns erstmal nicht sieht und hinterlassen das Zimmer so, dass sie nicht merkt, dass wir da sind auf den ersten Blick und dann kommen wir hinterher die Tür zumachen und dann ist gut. Juti, ihr bekommt irgendwann Bescheid. Sie geht hoch. Wir stellen uns neben die Tür. Sie öffnet die Tür, dreht sich um, ruft nach unten. Herr Anders, Entschuldigung. Herr Anders, Entschuldigung, aber es scheint, als hätte ich hier in meinem Zimmer oder kurz davor keinen Matrix-Empfang. Jojo, ich kümmere mich da mal drum, Mädchen, ne? Dann kommt sie rein. Juti. Wenn sie drin ist, die ersten Schritte, Jojo macht die Tür zu, steht vor der Tür. Und ich grinse. Sie hat sich eine Maske aufgesetzt. Ja, ich auch. Liegt der Stroh? Na klar. Alles klar. Sie stürzt sich aufs Bett und greift unter das Kissen nach ihrem Taser. Den sie nicht mehr da hat. Richtig. Und dann werde ich mich neben sie setzen und sagen, wir wollten reden miteinander. Setz dich. Ja, sie wird natürlich vom Bett aufstehen und sich an die Wand drücken. Na, setz dich doch wieder hin. Hier wird ja nichts passieren, wir wollen doch nur mit dir reden. Widerling. Nein, nein. Widerling? Geil. Noch bin ich nicht widerlich geworden. Das willst du auch nicht erleben. Sie spuckt dir vor die Füße. Was, kotzt sie ihm vor die Füße? Sie spuckt ihm vor die Füße. Ist das nicht immer Herzallerliebste, wenn die das machen? Wenn wir frech werden, meinst du? Die bilden sich immer ein, die können uns damit schocken. Das ist so, Ach Gott. Naja. Du hast Informationen, die wir gern hätten. Also, spuck sie aus. Naja, sie spuckt dir jetzt ins Gesicht. War das, was du wolltest? Okay, ich stehe auf, geh zu ihr rüber und klatsch ihr eine. Halt ihr den Mund zu. Ja, ja. Also, ne? Klatsch, klatsch, Mund zu. White Russians, jetzt auch mit Gewalt gegen Frauen. Natürlich. So. So. Machst du. Wie gesagt, ich halte ihr mit Gewalt den Mund zu und frage sie dann, ob sie mir antworten möchte. Und ich habe ja schließlich Fragen an sie. Und wenn sie mir nicht... anfängt zu machen, weil sie mir so. Sie beißt in die Hand. Okay, ich schlage ihr Hinterkopf an die Wand. Jo. Aber keine Löcher. Keine Löcher, Entschuldigung. Na, ich sag mal, die Wand ist nicht sehr stabil.
Keine Angst, das wirst du dann mit 30 Yen oder so wieder ausbeulen, aber das ist halt wirklich so eine Styroporwand. Okay, nachdem steht ich, nachdem, 1A aus mit Styropor. Dann nachdem das Loch in der Wand ist, so, Nimm besser den Boden. Nimm ich sie halt vor und nimm ihren Hals und drück ihn zu. Ja, es ist ja so, dass sie ein aerobes Wesen ist und deswegen auch wirkt. Was? Sie muss atmen. Ach so, ja, ich weiß. Ja, deswegen wirkt sie dann. Gut. Was ist los? Willst du mit uns reden? Lass sie erstmal los. Ja, ich lasse sie ganz leicht los, dass sie halt ein bisschen atmen kann. Ich glaube, sie ist nett. Ich glaube, sie schreit nicht. Na, sie ist damit beschäftigt zu würgen oder zu husten und... Jojo geht zu ihr. Es erinnert ein bisschen an ihr und sein Speer. Jojo hat die Tür jetzt abgeschlossen. Ja, klar. Geht zu ihr hin. Buxiert sie aufs Bett, setzt sie da erstmal hin, während sie noch beschäftigt ist zu würgen und zu atmen und überhaupt. So. Wir können diese ganze Sache jetzt abkürzen und ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mehr, das Ganze jetzt anzugucken. Ich habe keine Lust mehr auf Rumgespucke, ich habe keine Lust mehr auf Rumgebeiße, dann seien wir ehrlich, das machst du jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde und danach erzählst du uns sowieso, was wir hören wollen. Wir haben dich hier gefunden und wir finden dich auch überall anders. Also, wir sind dann wieder weg. Du siehst uns nie wieder. Sie bedenkt dich mit einem gar garstigen Blick. Das kannst du dir jetzt auch sparen. Wir haben es auf die nette Tour versucht. Du willst nicht mit uns reden. Dann müssen wir es leider so machen. Das macht mir auch keinen Spaß. Fuck. Mir schon. Okay, also. Schon, mir nicht. So, also. Werden wir uns einig? Na, du siehst noch so einen kleinen Funken Herausforderungen in ihrem Blick, aber prinzipiell weiß sie schon, dass doof ist hier, ne? Aber ich meine, was soll sie denn sagen? Möchtest du die letzten 10 Minuten Rebellion jetzt noch auskosten, oder, Ich möchte sie, glaube ich, noch ein bisschen... Ich glaube, ich möchte sie noch auskotzen. Nein, du kostest das jetzt nicht aus, lass sie doch erstmal reden. Also. Ich gebe dir so einen mitleidigen Hundeblick, so von wegen, oh, darf ich. Während ich ein Messer rausziehe. Jojo, würfel doch einfach mal ganz kurz Menschenkenntnis. Würfel mal 8 Würfel für mich. Gib ihr mal 9. Oh, nur 2 Erfolge. Weißt du, was sie für einen Blick hat? Na? Es muss der Blick gewesen sein, den du drauf hattest, als dir klar wurde, dass du gleich hier foltert und dann hier tötest und vielleicht vergewaltigt wirst von diesem Ork, der schon sein Messer rausholt und sagt, er hat Spaß dran und insgesamt ziemlich wie ein Vergewaltiger wirkt, der auch ihren Bruder zusammengeschlagen hat, bis er halb tot war. Nicht? Wer hat diesen Blick drauf gehabt? Sie. Achso, sie. Also sie, ich meine, verstehst du, was ich meine? Du siehst ihr quasi so halb ins Gesicht. Mhm. In Jojos Blick ist gerade ein wenig Hass zu sehen. Oh. Abgrundtiefer Hass. Oh. Kalter, abgrundtiefer Hass. Das erfreut mich. Mhm. Sie wird auch so erstmal nichts sagen. Jojo schaut Kaman an. Schaut dann wieder sie an. Also, pass auf. Ich mach das auch ungame, ne, dass ich so leise lache. Also, pass auf. Von den Nebengeschäften deines Bruders haben wir mittlerweile erfahren. Und wir haben auch mitgekriegt, dass du wahrscheinlich dahinter steckst. Denn dass der Typ einen Datenfilter hat und irgendwie nicht wirklich weiß, was da mit ihm passiert, das ist auch mittlerweile rausgekommen. Also, du leitest wahrscheinlich diese ganzen Nebengeschäfte für ihn, kann das sein? Und er weiß nicht mehr, was er da tut. Sie nickt. Du siehst auch in ihren Augen jetzt Hass. Aber er ist heiß. Wie ich. Also ihr so lauwarm. Okay. Steht da noch jemand hinter dir oder leitest du das selbst? Ist das eine Sache, die von dir ausgeht oder hast du noch Hintermänner? Es geht von mir aus. Jojo schlägt. Das sieht nur Jojo. Moment, macht sie das? Nee, ja. Jojo steht jetzt auf und schaut sie an. Du lügst. Oh, sie dann bin ich mit dran. Dem Kopf. Dann bin ich du dran, ich darf. Du lügst. Ich darf, das ist schön. Er geht ein bisschen näher auf sie zu. Ja, sie wird versuchen, übers Bett wegzukrabbeln und zum Fenster zu kommen. Ich meine, das Fenster ist ziemlich gut eingerichtet. Es hat ein Gitter davor. Sie kommt auf jeden Fall nicht raus.
Aber sie will halt weg vor dem Vergewaltiger. Ich zieh sie wieder aufs Bett und dreh sie wieder hin, dass sie wieder da sitzt, wo sie vorher war. Kaban, als du so über sie gebeugt bist, weil du hast sie erst am Bein zurückgezogen und dann sicherlich hältst du jetzt ein Bein und ihren Arm fest oder so, siehst du quasi dieselbe Pose einnehmen wie einer der Nazis, als er dieses kleine arme Mädchen rangenommen hat mit seinen Kollegen, die du dann alle erschossen hast. Ihr Monstren, das macht so einen Spaß mit euch. Aber gut, ja. Was machst du jetzt mit ihr? Ich zieh sie einfach nur dahin und halte sie erstmal fest und guck dann zu Jojo, darf ich? Stell dich vors Fenster, lass sie los. Dann gehe ich zum Fenster. Ja, sie nimmt den größtmöglichen Abstand von dir ein. Das ist ja klar. Von Jojo oder von Kaban? Von Kaban. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber er ist der Böse von euch beiden gerade. Ja, ich weiß. Ja. Wir spielen gerade das Spiel Guter also, Bulle, kurz. Böser Bulle, Mann. Ja. Ja, unbewusst eher. Aber ich hätte immer gedacht, das ist anders. Völlig bewusst. Richtig. Aber ich dachte immer, das wird andersrum funktionieren. Und deswegen, Flummi. Sehr gut. Für deine Menschlichkeit heute mal. Das ist ehrlich gesagt gerade echt... Für deine Menschlichkeit. Ja, für meine Menschlichkeit. Es wird auch irgendwann wieder andersrum kommen. Aber ich meine, sie lebt im Humanes-Club. Natürlich ist der Ork der Böse. Vielleicht hat das andere Gründe. Dass er zugegeben hat, ihren Bruder zu Brei zu schlagen und aussieht, als würde er gleich ihren Penis mit Gewalt reinrammen. Könnte auch der Grund sein, aber... Ja, das ist ja nur quasi der vorgeschobene Grund. Ach so, inzwischen, in Wirklichkeit ist sie einfach nur ein dreckiger Nazi, ich verstehe. Richtig. Wenn du dich damit besser fühlst. Also, natürlich. Du hast gelogen. Ich möchte jetzt bitte die Wahrheit wissen. Versuch's nicht mit Ausreden. Also? Ja, lass mich das kurz, das ist jetzt nicht sie, ne? Das bin ich beim Überlegen. Ja, sie könnte wahrscheinlich sein, dass sie auch zögert, keine Ahnung. Ja, aber nicht so lange, wie ich jetzt überlegen muss. Okay. Dum, 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 dum. Dum, dum, so, ist okay, meiner, keine Angst, so lange dauert es auch nicht. Also. Ich bin bereit, das zu vergessen. Dann müsst ihr nicht diesen dummen Fehler machen, den ihr jetzt gerade macht. Sonst drum. Oh, das ist so witzig. Sie versucht offenbar die Stärke zu finden, schnell und eindeutig zu nicken und sie schafft es immerhin mit ein bisschen Ruckeln. Das ist schon beeindruckend. Ich wiederhole gerne meinen Satz von vorhin. Du wirst jetzt wahrscheinlich noch irgendwie versuchen, drumherum zu kommen. Du wirst jetzt noch ein bisschen rumrebellieren und danach wirst du uns erzählen, was wir wissen wollen. Sie schmeißt sich gegen die Wand, hämmert dagegen und schreit laut um Hilfe. Also ich gehe dahin, halte sie fest und halte den Mund zu. Und ja, ich drehe den Arm rum, dass er kurz vorm Brechen ist. Sie. Und halt ihr den Mund zu, wohlgemerkt dabei, dass sie halt mir schön in die Hand schreit, während sie Schmerzen leidet. Jojo holt einen Knebel. Oder bastelt einen, stopft den Kissenbezug in den Mund oder sowas. Sie hat ja Unterwäsche und sowas. Ja, dann nimmt sie die. Sie ist sogar nett und nimmt die frische. Was? Oh, boah. Ja. Bin ich denn hier gelandet? Langsam hakt's aus, Junge. Jojo, was ist mit los? Okay, ja, machst du? Ja, und dann deutet sie dir, dass du den Griff lockern sollst. Ich verstärke ihn noch einmal ganz kurz ein bisschen und dann lockere ich ihn. Willst du eigentlich auch noch das Salz ihrer Tränen ablecken, Kaban? So sweet. Das ist unwahrscheinlich eine coole Idee, aber ich bin nicht so pervers, dass ich die Frau ablecke. Ich frage ja nur. Sie ist frisch gewaschen, hey. Also was heißt frisch? Frisch heißt es. Es ist eine fremde Frau, die weint. Also ich glaube nicht, dass man... Nee. Jojo kniet sich jetzt vor sie. Schaut in die Augen. Ja, sie wendet den Blick natürlich von deinen Augen ab, ist klar. Kann sie nicht. Sie kann woanders hingucken oder die Augen schließen. Also sie kann den Kopf auf jeden Fall nicht bewegen. Ja, das ist ja okay, aber... Schau mich an. Sie würde deiner freundlichen Bitte nicht nachkommen.
Schau mich an. Ich drück ihr den Kopf zusammen, so mit einer Hand, weißt du? Nee. Kann man, Kommt durch die Comlink-Schaltung. Dann drücke ich ihr den Kopf halt nicht zusammen. Ich hätte eh nicht gewusst, was du meinst, aber das ist nicht so schlimm. Sie kommt deiner zweiten freundlichen Bitte ebenfalls nicht nach. Gut, Schätzchen. Du fühlst dich unwohl, das kann ich verstehen. Der kleine nette Mann hier war nett zu dir, weil ich ihn drum gebeten habe. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du hörst auf zu schreien und du wirst vernünftig. Du erzählst uns, was wir wissen wollen und wir sind hier weg. Die zweite Möglichkeit ist, er macht, was er will und ich halte ihn dann nicht mehr davon ab. Und mir ist egal, was mit dir passiert, mir ist es scheißegal. Und wenn wir dich hinterher von den Ghulen aufsammeln lassen, ist mir das auch scheißegal. Aber die Zeit bis dahin wird er Spaß haben. Viel Spaß. Und ich auch. Also mach deinen scheiß Maul auf. Du bist jetzt vernünftig, klar. Jojo reißt ihr den Knebel aus dem Mund. Ja, sie hustet und prustet und das kleine Haus der Schweinchen fällt um. Dann wird sie nicken. Nett von dir. Dankeschön. Also, du hast Hintermänner. Wer ist das? Sie nennt den Namen Dr. Filfel. Sehr schön. Wo finden wir den Doktor? Sie zuckt mit den Schultern und Romy sagt die Wahrheit. Du hast eine Möglichkeit, mit ihr kurz zu kommunizieren. Welche ist das? Outgame, seit wann ist das eine Sie? Entschuldigung, du hast eine Möglichkeit, mit dieser Person zu kommunizieren. Wer ist das? Welche ist das so? Sie sagt euch, dass sie kontaktiert wird. Und sie gibt euch verschiedene Nummern von ihrem Comlink, von denen sie quasi kontaktiert wurde. Und das war dann immer anscheinend Dr. Phil. Alles klar. Jetzt bin ich gerade genervt. Comlink-Schaltung zu Kabeln. Okay, wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, dass wir ihr eine random E-Mail-Adresse geben oder irgendwas, wo sie die Tante, wo sie uns kontaktiert. Oder sie muss für uns ein Treffen ausmachen, wobei fraglich ist, ob das überhaupt stattfinden wird. Wir müssen irgendwie an die rankommen. Es kommt drauf an, wie willst du das? Ja, das Problem ist, ein Treffen wird sie nicht arrangieren können, weil sie ja nicht rankommt an den Typen. Also muss sie uns kontaktieren. Ansonsten stirbt ihr Bruder. Und sie. Wenn er das nächste Mal sich mit ihr trifft und dann muss sie halt sagen, ja, dann, ne? Dass sie halt, dass der Typ halt, ja, dass die dann halt sie sehen wollen. Also wirklich ein Treffen quasi, dass wir an den Typen rankommen. Wenn wir einfach nur kontaktiert werden, ja, ich wurde jetzt schon wieder kontaktiert, der soll das und das machen, haben wir ein Problem, da wird der Typ nicht auftauchen. Jojo, meinst du, ja. Ihr Bruder die Sachen von Dr. Phil ab, ist die Frage. Na, frag sie doch. Ja, frage ich sie. Sie schüttelt mit dem Kopf. Seid ihr dem Dr. Phil mal begegnet? Sie schüttelt mit dem Kopf. Oh, die Comlink-Schaltung kommt, shit. Ich dachte, kommt, darf ich jetzt mal ran? Ah, verdammt, der Scheiß, wenn das, wer auch immer das sein wird, wird vermutlich auch sich über sowas, so kommen wir nicht an die ran, das ist ja kacke. Das nervt mich gerade. Ein bisschen? Ihr wart noch nie so sinnlos brutal gegenüber Unschuldigen wie hier. Also Jojo hätte ich das zugetraut. Kaban, du bist echt bestialisch. Nein, okay, bestialisch werde ich nicht. Jojo meint zu Kaban über die Comlink-Schaltung, okay, das ist sinnlos, wir kommen über die Tussi nicht an die Frau ran. Oder die Person ran. Oder den Mann. Oder was auch immer es ist. Wenn er dich das nächste Mal anruft, kannst du dann ein Treffen mit ihm arrangieren? Sie schüttelt mit dem Kopf.
Über die Kommunikationsschaltung, dann hat die Frau wirklich keinen Wert für uns. Scheiße. Ich glaube, dann ist unsere Aufgabe hier quasi beendet. Gut, dann möchte ich bitte Zugriff auf deine Augen. Ich habe keine Augen. Was hast du im Kopf? Comlink. Dann hätte ich gerne Zugriff auf deinen Comlink. Administrativ. Wie geht das? Ein Datenbuch zu einstecken. Nee, sie meint, wie geht das administrativ? Die hat ja auch kein Admin-Konto, so ein richtiges. Und Outgaming, du weißt es leider auch nicht, denn du hast Computer gar nicht so hoch. Oder wie hoch hast du Computer? Ich bin total der Computer-Freak mit 1. Tja. Und mit Sicherheit. Also, die wurden schon so viele Admin-Kontos hier geben, aber wie man bei deren Marke, bei Rabutnik Electronics Software Dingens da jetzt irgendwie das noch macht, da ein neues Konto öffnen. Nee, ich will einfach nur administrativen Zugriff. Also, es reicht mir, wenn sie sich freischaltet quasi. Dann hast du aber keinen Admin-Zugang, dann hast du nur so einen Zugang wie sie halt. Sie ist ja Lokal-Admin. Nee. Wie jetzt? Sie hat ein Benutzerkonto, sie hat kein Admin-Konto. Hat Computer 2, reicht das aus oder nicht? Nope. Okay. Sie hat auf ihrem eigenen Comlink kein Admin-Zugriff? Weißt du, wer den Admin-Zugang hat? Rabutnik! Die Frage ist... warte mal. Sie hat darüber ein DNI. Okay, aber sie muss, wenn sie Sachen aufgezeichnet hat, müssten die trotzdem über ihr Benutzerkonto verfügbar sein. Ja, das auf jeden Fall. Wenn sie euch ihr Kennwort gibt, habt ihr alles, was sie je gemacht hat und bla. Das reicht doch. Ja. Genau, die Daten werden runterkopiert. Sie hat von dem nichts gemacht, auch als das erste Mal, als sie euch gesehen hat. Da hat sie halt nur ein Bild von euch beiden an die Cops geschickt und ihren derzeitigen Standort. Und die haben ihr geantwortet, besser gesagt, das ist die, hat ihr geantwortet, dass man sich sofort drin kümmert. Die muss überhaupt keine Sorgen machen und nur ruhig bleiben. Das wird schon wieder. So, auf jeden Fall. Hat sie seitdem irgendwelche Anrufe von der Polizei gekriegt? Okay, dann ist es also verfallen. Jojo kopiert sich auf jeden Fall die Nummern oder schreibt sich die Nummern auf? Ja, ich kopiere mir die kompletten Daten von dem Comlink und dann mache ich das Comlink platt. Also alles, was mit uns zu tun haben könnte. Ne, ich mache das komplett platt. Du kannst es ja nicht komplett machen, weil du ja keinen Admin-Zugang hast. Alle Daten, die auf sie Zugriff hat, werden platt gemacht. Okay. Mach doch mal halt Computer quasi so und Logik. Zurücksetzen, Button drücken. Du kannst ja auch einfach Dr. Baryshnikov aufs Comlink setzen. Alter, das kommt als nächstes. Den Doktor im Kopf, Junge. Okay, das wird zu grausam. 4 Folge, Bitch. Ha! Was ist dein geistiges Limit? 5. Richtig. Tja, also du zuhackst einfach sämtliche Daten und dann schaffst du es auch noch, diesen Virus hier auf den Kopf zu laden. Eigentlich hätte der Firewall gesagt, Dr. Baryshnikov im eigenen Kopf, das können wir nicht machen, aber heute macht's eine Ausnahme. Ich bin hier der Uber-Hacker. Ja, das hat man gemerkt, deswegen gibt's überhaupt das Dr. Baryshnikov bei euch. Ja. Ach, scheiße. Ich hab ganz Moskau dann angesteckt mit dem Chef. Infizierte. Ist ein Knaller. Dr. Baryshnikovs neue Tabletten für etwas Ängstlinge, Magdalene. Bist du nicht ganz locker? Kannst du nicht so? Ist vielleicht erstes Mal. Dr. Baryshnikov hat Lösung. Nimmst du eine kleine Kapsel und schon ist ganz locker, ganz entspannt. Und du machst Freude für deinen Freund. Keine Angst musst du haben. Dr. Baryshnikov löst die Ängste, löst den Schleim. Passt ja auch gerade zu ihrer derzeitigen Situation, also überhaupt kein Problem. Schön hast du ausgewählt, ist wirklich der perfekte Virus für sie. Super. OT, ich habe Bauchschmerzen von den Süßigkeiten, verdammt. OT, Idiot. Das ist gemein. OT, es gibt keine Ausnahme. Okay, naja. Jojo meint dann würde ich, also zum Überkommling, dann würde ich sagen, wir gehen. Ja. Ich halte ihr nochmal kurz mein Messer an den Hals. Flüstere. Jojo, schüttelt mit dem Kopf. Wenn über die Comlink-Schalte kommen, die hat genug. Und flüstere ihr dann, du vergisst diesen ganzen heutigen Abend, denke ich, doch ganz lieber schnell. Nicht wahr?
Sie nickt und in ihren Augen siehst du, dass du ein neues, sehr engagiertes Mitglied für Humanes geschaffen hast. Schön. Ich würde dir ungern wieder über den Weg laufen müssen. Dann grinse ich sie an und entferne halt das Messer von ihrem Hals und nein, ich hauche ihr keinen Kuss auf die Wange, das wäre zu böse. Und geh dann. Jutti! Mir ist gerade aufgefallen, es hätte noch besser passen können, wenn unser Outro-Lied ein bisschen schnulziger wäre. Ich meine, das geht ja schon in eine gute Richtung, aber halt noch ein bisschen mehr und dann kann man. Und ich entferne romantisch das Messer von ihrem Halse. Das wäre irgendwie schön gewesen. Also, Kaban. Der kleine Vergewaltiger-Ork. Schlimm mit dem. Ich möchte es betonen, ich habe nichts dazu beigetragen, wie der hier einfach rumobert. Oder rumorkert. Das ist einfach, der Mensch ist schlecht. Und das ist auch gut so. Wir spielen ja auch keine Menschen, wir spielen ja Shadowrunner. Also schlechte Menschen. Also im Wesentlichen Menschen. Moment, da war jetzt irgendwie, also ne, du weißt, was ich meine. Shadowrunner sollten auch mal sowas machen dürfen. Genau. Nur nicht so oft, weil ich das ziemlich anstrengend finde, immer diese Folteropfer zu spielen. Das ist irgendwann, ach. Und die sind halt immer gleich. Das ist so das Problem dabei. Ansonsten geht's da jetzt doch mal wieder ein Stück voran mit dem, was Kaban tatsächlich vorhat. Nächste Folge auch nochmal. Danach haben wir zwei Zwischenfolgen, die. Also anders. Da ich ja dann zum jetzigen Zeitpunkt halt noch keine Zeit hatte, wir vier Wochen nicht gespielt haben, aber da einmal davor noch hatten, bevor diesem Zeitraum, mussten wir halt irgendeinen Müll machen, damit wir nicht irgendwas anfangen und dann vier Wochen nicht spielen und alle vergessen, was da eigentlich losgeht. Das heißt, das wird richtig gut. Also ich fand's richtig gut. Ich habe das noch nicht geschnitten, weiß nicht, ob das wirklich so gut war, wie es sich anfühlte, aber es fühlte sich gut an. Genau. Und ja, heute spielen wir auch noch. Und da fangen wir auch nichts an, weil ich nächste Woche dann, also weil wir dann wieder zwei Wochen nicht spielen. Aber das wird auch gut, denke ich. Genau. Das ist die Planung, kannst du schon mal ins Mutti-Heft eintragen und dann mal abhaken. Das ist auch ganz wichtig, dass man ein bisschen Struktur im Leben hat. Ansonsten wird man so ein dreckiger Vergewaltiger-Org. Deswegen wollten ja auch in der Schule eure Lehrer immer, dass ihr das alles brav vortragt und eintragt und ab und zu auch mal die Mutti-Hefte sehen. Ansonsten, die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Alle rechtlichen Informationen in der Videobeschreibung. Und genau, das war's. Im Wesentlichen. So lange kein Outro mehr gemacht, dass ich jetzt ernsthaft überlege, ob ich irgendwas vergessen habe. Habe ich aber nicht. Ich bin einfach zu gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.